So, hallo und herzlich willkommen zum Pokalspiel hier heute in der Grotenburg. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen, ihr und euch alle. Mein Name ist Thorsten Schütz. Ich habe heute die Ehre, das Pokalspiel zwischen dem KFC Uerdingen und Rot-Weiß Essen hier aus der Grotenburg live zu kommentieren. Es ist zwar erst die zweite Pokalrunde, aber nicht zuletzt, wir hier aus der Grotenburg sagen natürlich, dass es vielleicht auch schon eins der Top-Spiele überhaupt dieser Saison des Niederrhein-Pokals sein könnte, beziehungsweise sein wird. Vielleicht vorab erstmal zur Situation bei der Mannschaften. Der KFC hat noch unter der Woche gespielt gegen den TSV Meerbusch. Da ist das Spiel 2-2 ausgegangen. Doppelter Torschütze war da Moï Drissou, der heute wegen einer gelb-roten Karte, die er sich ebenfalls im Meerbusch eingefangen hat, leider gegen Rot-Weiß Essen ausfällt. Ansonsten sind wir immer noch auf Platz 3, also oben dabei. Haben schon 6 Spiele gewonnen, sind zu Hause noch ungeschlagen. Haben bis jetzt einmal unentschieden gespielt, ansonsten hier in der Grotenburg gewonnen. Hoffen wir natürlich, dass die Heimstärke auch jetzt hier im Pokal gegen Rot-Weiß Essen weitergeht. Unsere Gäste aus Essen wiederum, die sind nicht ganz so gut in die Saison gekommen, sind jetzt aktuell wieder Zehnter, weil sie die letzten 3 Spiele nicht verloren haben. Allerdings haben sie auch nur 1 davon gewonnen. Zuletzt haben sie 2-mal unentschieden gespielt. Allerdings jetzt am Wochenende 1-1 gegen Viktoria Köln. Natürlich eine sehr, sehr starke Mannschaft der Regionalliga West. Das heißt also, die Formkurve unserer Gäste zeigt auf jeden Fall auch nach oben. Ansonsten ist vielleicht noch vorab an Statistiken bezüglich jetzt des Spiels, der aktuellen Situation, die erste Pokalrunde zu nennen. Da hat der KFC hier in der Grotenburg souverän mit 12-0 gegen den TSV Krefeld-Bockum gewonnen, während Rot-Weiß Essen sich etwas mehr abgemüht hat gegen den Mülheimer SV. Da haben sie dann im Endeffekt aber 2-0 gewonnen und somit stehen wir jetzt heute hier zum Spiel in der zweiten Runde des KFC Uerdingen gegen Rot-Weiß Essen. Ansonsten, wie man auch im Vorfeld natürlich ganz viel gehört hat, ist das natürlich nicht nur ein Spiel zwischen einem Regionalligisten und einem Oberligisten, sondern da ist natürlich auch ganz viel Tradition, ganz viel Prestige mit dabei. Alle Spieler, alle Trainer, alle Verantwortlichen, die man im Laufe der Woche mal in verschiedenen Zeitungen gelesen hat, haben immer wieder betont, dass es das Spitzenspiel hier in den nächsten Wochen, auf das man hier hingearbeitet hat, gerade auch für den KFC Uerdingen, die ja mit Wuppertal innerhalb ihrer Liga das Spitzenspiel hatten, was jetzt ziemlich sang- und klanglos verloren wurde. Hat auch beispielsweise unser Spielmacher Abel hier Revanche angekündigt, dass die Mannschaft sich auf dem Platz zerreißen will. Hoffen wir natürlich, dass das Ganze dann auch heute gegen die Rot-Weißen aus Essen funktioniert. Ansonsten, ich hatte schon eben von Tradition gesprochen. Das bedeutet natürlich auch, dass es nicht das erste Mal ist, dass sie hier aufeinandertreffen. Ich habe mich mal noch ein bisschen schlau gemacht und ein bisschen in den Fußball-Annalen gewühlt. Wie gesagt, das ist jetzt ein bisschen was für Statistiker, aber ich finde, vor so einem großen historischen Spiel gehört sowas immer mit dazu. Also die beiden Mannschaften sind jetzt im DFB-Pokal bzw. bis jetzt im Ligabetrieb 33 Mal aufeinander getroffen. Bilanz ist recht ausgeglichen, leicht pro Rot-Weiß Essen. Zu Hause sind die Uerdinger aber dann doch noch etwas besser. Das letzte Mal trafen die beiden Mannschaften aufeinander in der letzten Regionalliga-Saison. Da ging das Hinspiel 0-0 aus in der Grotenburg. Das Rückspiel verloren wir in Essen damals. Ja, ebenfalls sang- und klanglos wie im Wuppertal mit 5-0. Hoffen wir, dass es natürlich dieses Mal nicht so ausgeht. Ansonsten, was gibt es, bevor das Spiel in wenigen Minuten auch schon anfängt zu sagen? Jan Siewert hat auch nochmal, also der Trainer von Rot-Weiß Essen, hat auch nochmal betont, dass das Spiel natürlich ein ganz besonderes ist, weil der Uerdinger natürlich kein normaler, unterklassiger Verein sind. Allerdings haben sie fest das Finale im Auge, sind ja aktuell amtierender Niederrhein-Pokalsieger, Entschuldigung. Und das wollen sie natürlich auch wieder sein. Ansonsten, bevor die Mannschaften jetzt in wenigen Minuten auch das Spielfeld betreten, bleibt noch übrig, die Mannschaftsaufstellung vorzulesen. Zuerst unsere Gäste, da schickt Trainer Jan Siewert folgende Elf ins Spiel. Im Tor mit der Nummer 33 Robin Heller, mit der Nummer 4 Gino Windmüller, mit der Nummer 5 Kasin Rabihic, mit der Nummer 7 Kevin Grund, mit der Nummer 9 Marcel Platzig, mit der 10 Chebio Soku, mit der Nummer 20 Philipp Zeiger, mit der Nummer 22 Tolga Kokosan, mit der Nummer 23 Kevin Behrens, mit der Nummer 24 Leon Binder und mit der 31 der beste Torjäger der Rot-Weiß Essener und Kapitän Benjamin Bayer. Auf der Bank halten sich bei den Essener noch bereit der Ersatztorwart Tom Gubini, mit der Nummer 6 Richard Weber, die 8 trägt Daniel Grebe, mit der 13 Moritz Fritz, mit der Nummer 18 ebenfalls einer der erfolgreichsten Torschützen mit 3 Toren zusammen mit Benjamin Bayer, Marvin Stuttruker, mit der Nummer 19 Malcolm Oliver Luther, mit der Nummer 21 Patrick Hackel, mit der Nummer 2 Iyad Al-Khalaf
und mit der Nummer 30 Amar Cetkic. Diese Mannschaft soll dann geschlagen werden von unseren Ödingern. Dafür schickt Michael Boris nahezu die gleiche Mannschaft wie unter der Woche gegen Meerbusch ins Rennen. Einzig natürlich Idrissou muss ersetzt werden. Für ihn rückt Jerome Manka in die Startelf. Ansonsten ist die Elf folgendermaßen. Im Tor steht unser Torwart Daniel Schwabke. Mit der Nummer 5 Walid Sekur. Mit der Nummer 6 Patrick Elgut. Mit der Nummer 8 Fabio Farian. Mit der 9 Takehiro Kubo. Mit der 10 Florian Abel. Mit der 18 Tobias Gerstmann. Mit der Nummer 20 Chris Tecray, mit der Nummer 27 der erwähnte Jerome Manka, mit der Nummer 30 Silvio Pagano und mit der 32 unser Kapitän Timo Achenbach. Auf der Ersatzbank halten sich bereit unser Ersatztorwart mit der Nummer 22 Ahmed Tana, mit der Nummer 3 Yuto Nakamura, mit der 7 Tim Knetsch, die 11 trägt Kai Schmidt, mit der Nummer 19 Armand Trevina, mit der 21 Enes Düven und mit der 21 Sebastian Hirsch. Alexiu immer noch leider verletzt, steht uns damit nicht zur Verfügung und Idrissou, wie schon erwähnt, gesperrt. Ansonsten unsere Mannschaft in Bestbesetzung. Wie Sie es vielleicht auch schon gehört haben, jetzt mittlerweile über das Radio, die Stimmung ist prächtig. Es sind gut 1000, wahrscheinlich sogar ein paar mehr Essener da, machen Stimmung. Unsere Ödinger lassen sich aber nicht lumpen, machen genauso Stimmung. Die Mannschaften sind mittlerweile auf dem Feld angekommen, winken gerade ihren jeweiligen Fanlagern zu. Die Einlaufkinder rennen gerade vom Platz. Also in weniger als einer Minute geht es hier los. Zweite Runde Niederrhein-Pokal KFC Oeding gegen Rot-Weiß Essen hier heute am Sonntag in der Grotenburg. Freuen wir uns auf mindestens spannende 90 Minuten hier mit einem Sieg der Oedinger. Ich weiß nicht, wie es bei euch zu Hause ist. Ich hätte auch kein Problem damit, wenn es über 120 oder gar ins Elfmeterschießen geht, solange wir hier das heute gewinnen. Ich habe auf jeden Fall Bock, mir heute ein richtig gutes Fußballspiel hier anzugucken. Und ja, auf geht's. Gerade ist die Platzwahl. Da hat der Essener, so wie es aussieht, gewonnen. Ansonsten, die Oedinger spielen in ihren blauen Trikots, wo noch so ein kleiner oranger Streif ist. Die Essener komplett in Rot. Oeding zuerst von unserer Osttribüne Richtung West, also von rechts nach links. Und die Essener dementsprechend von links nach rechts. Ja, die Essener gehen jetzt nochmal zu ihren Fans, die sich da hinten wieder lautstark melden. Also das ist schon beachtlich, was die hier wieder mitgebracht haben. Da kann man echt neidisch werden. Aber unsere Oedinger hier beim Heimspiel natürlich sehr, sehr gut vertreten. Sind die Zuschauer auch wieder mit dabei. Unser Groti Fund wieder an vorderster Stelle. Und so wie es aussieht, ja, die Oedinger werden denn dann gleich anstoßen. Ja, begeben sich jetzt nach und nach zum Ball. Michael Boris unten klatscht sich auch nochmal mit dem Groti Fanden ab. Also die Stimmung hier vor Spielbeginn überragend. Hoffen wir natürlich, dass es gerade auf der KFC-Seite gleich auch noch Grund gibt, dass die Stimmung natürlich dann auch so gut bleibt. Der Schiedsrichter schaut sich um und gibt die Partie frei. Anschluss für den KFC. Direkt versuchen sie das Spiel schnell zu machen über Sikur auf der rechten Seite. Das gelingt aber nicht und Essen ist in Ballbesitz. Versucht wiederum auch schnell nach vorne mit einem hohen Ball. Aber Patrick Elgut hört wieder in der Innenverteidigung spielt. Für den immer noch nicht wieder ganz genesenen Alexio klärt er souverän. Einwurf Rot-Weiß Essen auf der linken Seite. Ja, machen das Ganze jetzt erstmal ruhiger. Hatten gerade versucht, direkt nach dem Anschluss da einen schnellen Konter zu setzen. Das hat nicht funktioniert. Jetzt gucken sie erstmal, dass sie hier ihr Spiel organisieren. Ball rollt gerade in der Abwehr hin und her. Jetzt hat gerade mal wieder Robin Heller im Tor den Ball. Und die Oedinger drücken sofort. Kubo rennt da sofort auf den Torwart. Der passt wieder zu seinem Rechtsverteidiger. Kubo rennt sofort hinterher. Also die Marschrichtung der Oedinger ist da. Sich hier nicht verstecken. Die Rot-Weiß-Essener haben zwar die Favoritenrolle hier, aber die Oedinger drücken direkt dagegen, zeigen, dass sie nicht hier versuchen, sich hinten reinzustellen und mit Glück Nadelschicht zu setzen, sondern wollen hier aktiv das Spiel in der Grotenburg zu Hause gestalten. Jetzt auf der rechten Seite Einwurf für Rot-Weiß-Essen. Aber die Oedinger mit dem Ballgewinn über Abel. Pass zu Kubo. Ah, Kubo wird da getreten. Schiri lässt Vorteil laufen, aber dann verliert Kubo doch noch den Ball. Und erster Freistoß für die Oedinger im Mittelkreis. Adi, ich muss sagen, die Körpersprache gefällt mir sehr, sehr gut. Die ganzen Mannschaftsteile von Abwehr bis Sturm, alle gehen sofort auf den Gegner. Also die Oedinger sind auf jeden Fall nicht wie in Wuppertal, direkt ab der ersten Minute da. Schöner Ball auf die rechte Seite, da hat Pagano den Ball, dringt er in den Strafraum ein, versucht der 1-2, Essen auszuspielen, gelingt ihm nicht, aber den geklärten Ball kriegt Abel nochmal, passt auf nach links zu Achenbach. Der will weiterleiten zu Manka, aber der rutscht leider aus. Schade, den hätte er locker gekriegt und hätte gut reinflanken können. So natürlich nicht. Rot-Weiß Essen jetzt wieder im Ballbesitz, aber direkt der nächste Fehlpass. Die Oedinger schön unter Druck gesetzt, haben den Ball da sofort erobert. Und dann hat Tecray da eine kleine Auseinandersetzung, Zweikampf mit Marcel Platzek. Schiedsrichter pfeift das aber nicht, der Ball rollt ins Außen, somit dann
weil kein Foulspiel gepfiffen wurde. Einwurf für Rot-Weiß Essen auf der rechten Seite an der Mittellinie. Haben jetzt den Ball, aber direkt ist Achenbach wieder da, kann ihn abfangen. Allerdings sein spielöffner Pass nach vorne findet nicht Kubo, der da nach links gelaufen war. Und somit wieder Einwurf für Rot-Weiß Essen, aber tief in der Essener Hälfte. Jetzt Einwurf wird ausgeführt. Ja, aber dann der Spieler mit der Nummer 9, der da angeworfen wird, Marcel Platzek, wird dann direkt ein bisschen unsanft angegangen. Und damit gibt es Freistoß für Rot-Weiß Essen. 5-6 Meter von der Mittellinie entfernt, noch in der Hälfte der Essener. Er wird kurz ausgeführt, ist der Ball erstmal wieder in der Innenverteidigung bei Rot-Weiß Essen. Verlagern das Spiel jetzt nach links, auf die linke Seite. Ah, da stehen die Uerdinger aber gut, da ist kein Mann anspielbereit. Und somit geht es erstmal zurück wieder zum Torhüter der Rot-Weißen. Jetzt passen sich die Rot-Weiß-Essener durch die Mitte auf die, dann hoher Ball auf die rechte Seite, aber nee, da kann er nicht starten. Das sind zwei Uerdinger, die dann den Weg versperren. Somit müssen die Essener jetzt hier was Kurzpassspiel kommen, was ihnen fast gelingt, aber dann ist Techray da und grätscht noch in die Passbahn. Das wäre sonst richtig gefährlich geworden, sonst wäre da der Essener auf der rechten Seite durch gewesen. Aber gut aufgepasst, da vom Innenverteidiger, der auf dem Flügel rausgerückt war. Jetzt Einwurf Rot-Weiß-Essen. Aber es sind direkt zwei Uerdinger, muss erstmal abbrechen. Allerdings mit einem schönen Lupfer, die Essener weiter im Ballbesitz. Bringen den Ball jetzt hoch in den Strafraum rein. Da ist ein Essener, will ablegen in die Mitte, aber da ist kein Rot-Weißer als Abnehmer. Somit erstmal weiter Spielaufbau der Essener über die linke Seite. Ja, und da die Uerdinger stehen wieder gut, geht es erstmal für Essen wieder hinten rum. Sind jetzt auf der linken Seite, aber wieder bei ihren Abwehrspielern etwa auf Höhe der Mittellinie. Versuchen jetzt da mit vielen kürzeren Pässen durchzukommen. Aber die Uerdinger mit einer schönen Balleroberung. Und dann wird der Uerdinger direkt gefoult. Ja, das hätte ein schöner Konter werden können. Da waren drei Uerdinger gegen drei Essener. Wird dann halt direkt unsanft zu Boden gedrückt. Schiedsrichter zeigt das jetzt sicher taktisches Foul an. Denkt sich bestimmt aus, nach 5 Minuten muss man dafür nicht zwingend gelb zeigen. Aber ist natürlich schade. Es hätte ein guter Angriff werden können. Jetzt die Uerdinger mit einem Freistoß. Elgut versucht auf der linken Seite Jerome Manka zu schicken. Das gelingt aber nicht. Abwehr von Essen aufmerksam. Kann er den Ball abfangen. Versucht ihrerseits dann Angriffsspiel wieder zu initiieren. Aber die Uerdinger passen auch wieder auf und Ball in den Rängen. Jetzt bei Elgut in der Innenverteidigung. Der bringt hier mal rechts raus auf Gerstmann. Gerstmann legt dazu Pagano ab, will dann mit ihm Doppelpass initiieren, aber die Essen haben den Braten gerochen und fangen den Ball sicher ab. Ja, und jetzt gibt es Einwurf für den KFC. Da hat ein Essener, es hat sich zwar in die Schussbahn geworfen, aber konnte den Ball dann beim Hinterherrennen nicht mehr rechtzeitig von der Seitenlinie kriegen. Somit Einwurf für die Uerdinger drüben auf der Gegend, bei der Gegentribüne. Etwas, also ganz leicht in der Hälfte der Essener. Ausgeführt von Gerstmann. Der will den Ball in den Lauf von Pagano werfen, das gelingt nicht. Und Essener ist dazwischen, klärt ihn wieder auf die Tribüne, somit wieder Einwurf diesmal. Ah, bestimmt 2 Meter Raumgewinn, 2 Meter weiter vorne Richtung Tor der Essener. Einwurf wird wieder ausgeführt, Kubo kommt an den Ball, aber verliert ihn dann sofort, kriegt ihn nicht mehr unter Kontrolle und dann sind direkt zwei Essener da. Und nehmen ihm den Sleder ab. Jetzt die Essener auf der linken Seite. Versuchen sich da wieder mit 2-3 schnellen Pässen durchzutanken. Das gelingt aber nicht. Die Uerdinger stehen da sehr gut in den ersten Minuten. Und dann im Endeffekt hat der Schiedsrichter da einen Foul gepfiffen. Naja. Ein Uerdinger wollte sich halt in die Passbahn werfen. Er erwischt da auch ein bisschen leicht noch mit der Schulter oder so einen Essener. Und das wird dann sofort abgepfiffen. Somit Essen weiterhin im Ballbesitz. Jetzt an der Mittellinie. Auf die linke Seite. Da rennt ein Essener los. Aber schafft es nicht, den Ball zu bekommen, weil die Uerdinger wieder hellwach sind, rennen da sofort in die Passbahn. Somit kein Problem, den Ball da, den Angriff abzufangen der Essener, die jetzt aber wieder im Ballbesitz sind. Jetzt mal mit dem hohen Ball auf den linken Flügel, der kommt auch an, aber die Uerdinger sind direkt mit 3 Mann da. Der Essener kann sich aber behaupten, legt quer in die Mitte. Ah, jetzt, das wäre gefährlich geworden, da wollte er ablegen für einen Volleyschuss aus etwa 25 Metern, aber leicht in den Rücken, Glück für den KFC. Essen aber weiter im Ballbesitz, versucht jetzt mit 2-3 schnellen Pässen wieder durch die Mitte durchzukommen, aber es sind 5-6 Uerdinger und gegen so ein Beineweit, da kommt natürlich kein Schuss durch, wird abgeblockt. Die Uerdinger jetzt hätten Konter vielleicht aufbauen können, aber Abel springt da der Ball leicht weg, versucht dann noch mit dem Ausfallschritt ihn zu erreichen, trifft aber nur noch den Essener und somit Freistoß für Essen. In der Uerdinger Hälfte drin, aber es ist vom Tor weit über 30 Meter. Also den kann er auf jeden Fall nicht direkt machen. Aber natürlich als Flanke in den Strafraum kann das jetzt gefährlich werden. Sind ein paar große Essener, machen sich da bereit.
an der Strafraumgrenze. Schiedsrichter gibt das Leder frei, Ball kommt hoch herein, aber Pagano, der hinten in der Abwehr aushilft, klärt zunächst. Abel versucht den Ball unter Kontrolle zu bringen, gelingt nicht, Essen wieder im Ballbesitz. Natürlich noch alle Spieler vorne, Ball wird nochmal hoch reingegeben, aber fliegt an allen vorbei und Schwape hat ihn sicher in der Hand. Jetzt erstmal wieder Spielaufbau des KFC. Schwabke spielt den Ball flach zu Elgut. Der schaut, ob irgendein Spieler startet, sieht, dass Pagano recht viel Platz hat, beziehungsweise Abel passt ihn noch an. Abel verleitet weiter raus auf den Flügel zu Pagano. Der versucht, sich da durchzudribbeln, dringt in den Strafraum ein, bringt ihn hoch herein. Kubo mit dem Kopf legt ab, aber dann ist ein Essener da. Achenbach rückt aber nochmal so, versucht den Abpraller zu kriegen, gelingt nicht. Jessner jetzt mit dem Befreiungsschlag, aber Techray kann er das Kopfballduell gewinnen. Ballbesitz wieder für den KFC. Jetzt auf der linken Seite ist da Manka, der bringt den Ball zu Kubo. Schönes Passspiel jetzt da mit Achenbach. Bilden den Dreieck, lassen die Essener auf der linken Seite da schön laufen. Kubo wieder im Ballbesitz. Achenbach, jetzt geht der Ball in die Mitte. Da ist Sekur, leitet ihn weiter zu Farian. Der verlagert rechts zu Pagano. Aber Pagano, ah, der verliert da das Leder, fault auch noch. Vorteil für Essen. Aber die Essener weiter im Angriff auf der linken Seite. Wollen den Ball jetzt hoch per Flügelwechsel auf rechts bringen. Aber Achenbach ist wieder hinten und kann klären. Vorteil mittlerweile abgelaufen, somit KFC. Oh, Jerome Manka wartet auf den Esser und lässt ihn dann schön auf der linken Seite aussteigen. Legt ihm sich dann aber dann ein Tuck zu weit vor und dann der zweite Essener grätscht den Ball ab. Aber Einwurf, das sah richtig, richtig schön aus. Anstatt er überhastet irgendwie einen Anspielpartner zu suchen oder so, bleibt er einfach stehen. Der Essener rechnet nicht damit, dass der Oerdinger einfach gar nichts tut und rennt vorbei. Tja, manchmal ist weniger auch mehr. Sehr schöne Aktion auf der rechten Seite. Jetzt Einwurf für den KFC. Elgut hat dann den Ball, spielt ihn rechts raus auf Gerstmann. Der legt sich den Ball aber zu weit vor. Essener ist da, aber Einwurf für Oerding auf der rechten Seite. Pagano hat das Leder geholt und wirft ihn ein zu Farian. Der setzt sich da schön gegen zwei doof, passt zu Gerstmann. Aber Spiel war noch nicht freigegeben, beziehungsweise da wurde ein zweiter Ball noch vom Balljungen aufs Feld geworfen. Somit muss der Einwurf von Pagano nochmal neu ausgeführt werden. Beziehungsweise lässt den Ball nicht neu ausführen, sondern gibt den Essen an den Ball, weil das Spiel noch nicht freigegeben war. Die geben aber dann Fairplay-mäßig das Leder zu unseren Oerdingern, somit die Oerdinger in der Abwehr jetzt wieder im Ballbesitz. Elgut hat er den Ball. Will da Pagano auf dem rechten Flügel mit einem langen Ball schicken, der ist aber viel zu lange in die Luft. Die Essen haben da alle Zeit der Welt, da hinzukommen und können das Leder abfangen. Sind jetzt selber an der Mittellinie, lassen dann Oerdinger aussteigen, schicken den Ball dann weit. Schwabke kommt aus seinem Tor, tritt am Ball vorbei, aber das Leder rollt neben das Tor. Rennt Elgut auch noch mit neben dem Ball hinterher, guckt, dass da nicht noch was Schlimmeres passiert. Der Essener war auch noch mitgelaufen, war aber 2-3 Meter nochmal hinter Elgut, somit alles sicher. Aber boah, erste Schrecksekunde, da kommt Schwabke raus. Man sieht von hier oben, er hat gar keine Chance, vor dem Essener da an den Ball zu kommen. Springt er noch mit dem Fuß voran. Der Essener legt den Ball einfach an ihm vorbei, aber zum Glück neben das Tor. Erste Schrecksekunde hier auch auf den Rängen. Aber zum Glück kein Gegentor für unsere Blau-Roten. Die Essener jetzt aber nach dem Abschluss von Schwabke wieder im Ballbesitz. Ah, da grätscht Gerstmann schön dazwischen, aber den Abpraller kriegen die Essener wieder. Jetzt Essener durch, fast bis zur Grundlinie da auf der linken Seite, spielt ihn dann flach rein. Und dann ist wieder mal Elgut da, der ihn dann aber nur noch zur Ecke klären kann. Somit erste Ecke für Essen von der linken Seite. Und es ist, glaube ich, Kevin Behrens, der sich da den Ball, ja, es ist er, den Ball jetzt zurechtlegt. Aber im KFC, bis auf zwei Leute, ist nur noch Abel und Sekur, die da weiter vorne warten für den Konter. Und jetzt die Ecke kommt hoch herein. Da kommt Essener zum Kopfball und da ist das 1:0 für Rot-Weiß Essen. Und? Ja, nee, es war gerade noch ein bisschen, da war ein Spieler sich nicht sicher, ob er vielleicht doch abgewürfen wurde, aber nein. Damit ist es dann auch amtlich. Das ist das 1:0 für Rot-Weiß Essen. Ecke kommt hoch herein auf den ersten Pfosten, wird dann verlängert auf den zweiten. Und da sind zwei, drei Essener komplett frei. Einer gibt sich dann die Ehre und drückt den Ball aus 2 Metern über die Linie am rechten Pfosten. Da war niemand mehr. Ja, erste Torchance, da erster Standard für Rot-Weiß Essen. Und direkt das erste Gegentor nach 12 Minuten. Das ist natürlich sehr, sehr ärgerlich. Macht die Aufgabe natürlich jetzt nicht leichter für unsere Blau-Roten. Schauen wir, wie sie mit dem Rückstand umgehen.
Zuletzt in Rotenburg haben sie ja 1-0 gegen den TV Kalkum Wittler hinten gelegen. Damals war es ein Sonntagsschuss, da haben die Oerdinger sich den Rückstand nicht anmerken lassen, schön weiter nach vorne gespielt. Mal gucken, wie sie das jetzt machen. Das ist natürlich weniger schön. Man darf jetzt gespannt sein, was die Essener machen. Also sie führen natürlich jetzt 1-0, haben auch die ganze Zeit gesagt, dass die Oerdinger natürlich ein ebenbürtiger Gegner sind, ob sie jetzt weiter nach vorne spielen, hier versuchen den Sack zuzumachen oder sich hinten reinstellen. Jetzt erstmal Oerding wieder im Ballbesitz. Abel hat er den Ball, will Pagano schicken. Pagano zieht aber nicht in die Mitte, sondern rennt auf den Flügel raus. Somit geht der Ball ins Leere und der Torhüter unserer Essener Gegner hat den Ball. Spielt ihn jetzt aber erstmal raus, weil sein Mitspieler mit der Nummer 24 Leon Binder da was abbekommen hat und am Boden erstmal lag. Also Einwurf Oerding, aber sie werden ihn jetzt wahrscheinlich zu den Essenern zurückspielen. Ja, so sieht es dann auch aus. Somit also der Ball wieder bei unseren Gegnern, bei Robin Heller im Tor von Rot-Weiß Essen. Ach, das ist natürlich so eine Sache. Man hat natürlich hier gehofft, dass man lange die Null halten kann, vielleicht hier dann selber in Führung geht. Das hat jetzt leider nicht funktioniert. Oerdinger rennen jetzt hier dem Rückstand gegen Rot-Weiß Essen hinterher. Ach, das hat man sich natürlich hier alles heute ein bisschen anders erhofft. Mal schauen, wie die Oerdinger damit umgehen. Jetzt erstmal hat Schwabke den Ball, war ein weiter Ball da auf den Stürmer von Rot-Weiß Essen, der zu früh losgelaufen war, damit im Abseits. Jetzt Freistoß durch Schwabke ausgeführt auf der rechten Seite, hat Gerstmann den Ball. Will da hoch spielen auf Abel, der verliert aber das Luftduell gegen seinen defensiven Gegenspieler. Essen jetzt wieder im Ballbesitz. Im Mittelfeld spielt er seinen eigenen Mann an und dadurch die Oerdinger wieder im Ballbesitz. Manke hat auf der linken Seite den Ball, versucht sich da durchzudrimmeln, gelingt aber nicht, schafft es aber das Leder zu Sekur zu bringen. Der passt zu Achenbach zurück. Achenbach sieht da Farian in der Mitte. Farian versucht sich da gegen ein, zwei Spieler durchzusetzen, bleibt aber hängen. Essen wieder im Ballbesitz, bringt das Leder jetzt über die Mitte auf die linke Seite. Da sind jetzt zwei, drei Essener wieder. Ja, Oerding einen Schritt zu langsam. Essen bringt den Ball wieder hoch rein. Da turdelt der Ball durch den Strafraum, aber kein Essener da. Somit kann Tagray da mit einem kleinen Luftroll-Flugkopfballeinlage sicher klären. Ins Seitenaus und Einwurf für Rot-Weiß Essen. Essener Einwurf wird jetzt ausgeführt. Spielen den Ball erstmal ein bisschen zurück. Wollen die Oerdinger da ein bisschen wieder rausholen, dass sie da nicht mit 10 Mann hinten am Strafraum stehen. Essen hat jetzt noch auf der linken Seite den Ball. Oerdinger kommt dran, aber wieder im Aus. Einwurf wird sofort ausgeführt. Die Essener haben da in der Mitte den Ball. Ah, Oerding ist direkt mit 2 Mann da, aber der Essener kann sich durchsetzen. Hat jetzt da ein bisschen Platz und wird dann gefoult. Zentrale Position, etwa 30 Meter vom Tor entfernt. Freistoß für Rot-Weiß Essen. Ja, die Essener haben jetzt hier Oberwasser bekommen durch das Tor, was sie geschossen haben. Die Oerdinger waren bis jetzt, glaube ich, nur einmal bei dem Angriff da. Gerade auf der linken Seite im Ballbesitz, ansonsten seit dem Tor, seit den 4 Minuten, bestimmt 3,5 Minuten Ballbesitz für die Essener. Die Oerdinger dürfen sich jetzt nicht hinten reindrücken lassen. Boris ist auch da an der Seitenlinie, ermutigt nochmal alle Spieler da weiter Druck zu machen. Also es sah eigentlich in den ersten 12 Minuten richtig gut aus, was die Oerdinger da gespielt haben. Die dürfen jetzt da echt nicht den Faden verlieren und sich da von Rot-Weiß Essen hinten reindrücken lassen. Aber jetzt erstmal der Freistoß. Geht direkt aufs Tor, aber Schwabke hat ihn sicher. Steht er in der Torwart-Ecke. Dankbarer Ball für den Torwart, kann ihn sicher aufnehmen. Will das Spiel dann schnell machen, aber sieht keinen, den er genau gut anwerfen kann. Legt sich dann selber vor und schlägt ihn hoch auf die linke Seite zu Kubo bzw. Abel, die den Ball aber beide nicht erreichen können. Die Essener wiederum schaffen es aber auch nicht, den Ball gekonnt zu ihren Spielern zu spielen. Damit Tagray wieder im Ballbesitz, der den Ball direkt wieder nach vorne bringt. Abel hat da das Leder, will da Pagano in den Lauf köpfen. Aber das misslingt leider. Allerdings, da kommt der Essener noch an den Ball. Schafft es dann noch, den Ball gerade so vor der Grundlinie zu bekommen. Und somit, nein, es gibt doch die erste Ecke, hat er doch nicht mehr ganz geschafft. Der Linienrichter hat auf Abschluss gezeigt, aber der Schiedsrichter hat entschieden, nein, es gibt Eckball. Und somit erste Ecke von links durch Achenbach. Er legt sich den Ball jetzt da zurecht, wartet. Dass der Schiedsrichter Frage bringt sie hoch hinein, aber oh, ganz schlechte Ecke, da ist niemand vom KFC. Ja, und somit die Essener kein Problem da, den Ball zu klären. Aber die Oerdinger schaffen es direkt wieder, sich den Ball zurückzuerobern. Abel versucht sich da gegen 3 durchzusetzen, das schafft er aber nicht. Somit die Essener im Ballbesitz, jetzt im Konter auf der linken Seite. Überqueren sie da das Mittelfeld, jetzt sind sie wieder was zentraler. Verlagern das Spiel auf die rechte Seite, das ganz
alles ganz blank. Achenbach versucht da jetzt, den Spieler am Flanken zu hindern. Er versucht zur Grundlinie durchzukommen, aber Achenbach stellt ihn da. Und dann kommt ein Hackentrick durch die Beine von Achenbach, aber dann ist das Sekur da, der das Leder abfangen kann. Dann hakelt nochmal ein Essener nach und jetzt erstmal Freistoß für den KFC Uerdingen durch Achenbach da an der eigenen Grundlinie. Und Achenbach sagt lieber, nee, Schwabke, mach du mal das, ich gehe schon mal ein paar Schritte weiter nach vorne. Schwabke hat sich jetzt das Leder da hingelegt. Schaut, wo er das Leder da taktisch am günstigsten hinspielen kann, wo hier ein freier Mann ist. Bringt das Leder dann hoch in die Mitte zu Kubo. Das gelingt aber nicht. Zweiten Ball kriegt aber dann wieder Gerstmann. Gerstmann passt nach vorne, geht aber wieder zu dem Essener. Und jetzt hat Elgut den Ball, der ihn jetzt erstmal zu Schwabke zurückspielt. Schwabke dann zu Gerstmann. Der verfehlt das Leder, aber war ein hoher Ball. Springt da unter den Ball durch und die Essener wieder auf der linken Seite im Ballbesitz. Sind jetzt wieder auf Höhe des Elfmeterpunktes. Spielen den Ball auf halb hoher Höhe rein, aber dann sind die Uerdinger da und klären das Leder erstmal. Essen aber weiterhin im Ballbesitz auf der linken Seite. Ball kommt hoch auf die rechte Seite. Schöne Flügelverlagerung der Essener. Schaffen sie es aber nicht mehr vor der Grundlinie. Ball springt da tückisch auf. Da kann der Essener das Leder nicht mehr vor der Auslinie retten. Und somit Abstoß durch Schwabke. Ja, 20 Minuten sind jetzt gespielt. Also die ersten 12 Minuten waren wirklich auf Augenhöhe Chancen bzw. schöne Passkombinationen auf beiden Seiten. Aber dann kam nach 12 Minuten hier der erste Standard, die erste Ecke für Rot-Weiß Essen und direkt das Tor. Da stimmte die Zuordnung überhaupt nicht. Waren drei Essener komplett blank und somit stand es dann folgerichtig. Leider aus unserer Sicht 1:0 für Rot-Weiß Essen. Jetzt die Uerdinger auf der rechten Seite, haben den Ball. Gerstmann bringt ihn da hoch hinein zu Abel. Der im Strafraum will da ablegen für Kubo, aber ein Essener hat da richtig antizipiert, hat er gesehen, dass Abel da auf Kubo ablegen will und kann klären. Die Essener jetzt im Ballbesitz, aber schlecht gespielt, schlechte Ballkontrolle. Uerdingen wieder im Ballbesitz und dann wieder der nächste schlechte Pass da ungenau auf Pagano. Also die Pässe auf dem rechten Flügel, die funktionieren hier noch gar nicht auf Pagano. Aber Essen kann er nicht viel raus machen. Uerdingen wieder im Ballbesitz. In der Mitte fault er ein, zweimal. Hat er den Ball und der Schiedsrichter hatte Vorteil eigentlich angezeigt. Und eine Millisekunde, bevor der Uerdinger nochmal gefault wird, lässt er die Hand runter. Aber Uerdingen setzt er sofort nach, holt sich das Leder zurück. Farian hat er für der Mittellinie das Leder. Organisiert er jetzt seine Spieler. Passt den Ball erstmal zu Gerstmann. Da auf der rechten Seite ist aber alles dicht. Elgut hat jetzt den Ball. Passt rüber zu seinem Mannschaftskameraden Techray. Und jetzt ist der Ball links bei Achenbach. Der spielt zu Manka. Manka versucht sich da durchzutanken, gelingt nicht. Passt den Ball dann noch zu Sekur. Sekur passt den Ball da zu Kubo. Er bleibt dann aber hängen gegen die robusten Innenverteidiger von Rot-Weiß Essen. Dann noch ein hoher Ball da auf den linken Flügel, aber Manka war gar nicht gestartet. So man Rot-Weiß Essen in Ballbesitz. Die Uerdinger machen da jetzt weiter Druck mit zwei, drei Leuten. Somit nur der hohe Ball Richtung Mittellinie. Die Option dafür Rot-Weiß Essen. Kriegen ihn aber dann unter Kontrolle. Essen hat jetzt seine Mittellinie, den Ball, Kapitän Bayer hat ihn da, wartet ein bisschen, bis ein paar Essener nachrücken und läuft jetzt wieder ein paar Meter, schafft es jetzt tief in die Hälfte der Uerdinger zu laufen, passt ab, der Ball ist jetzt zentral vor der Mittellinie und dann will der Essener da einen Freistoß schinden, fällt einfach in den Uerdinger rein, aber Schiedsrichter Markus Wollenweber hat das gesehen und lässt zu Recht weiterspielen, allerdings der Befreiungsschlag landet sofort wieder bei den Essenern. Und somit wieder Ballbesitz für Rot-Weiß Essen. Die bringen das Leder jetzt wieder in die Hälfte der Uerdinger auf der halbrechten Seite. Ziehen da jetzt nach innen, legen das Ball quer 20 mm vorm Tor. Bayer hat da den Ball, schießt aber nicht, sondern will da durchstecken. Die Uerdinger haben das aber richtig gesehen, können da klären. Allerdings vorne ist kaum noch ein Uerdinger, somit die Essener wieder im Ballbesitz. Jetzt hoher Ball auf die rechte Seite. Achenbach gewinnt dann das Kopfballduell. Uerdingen jetzt mal wieder im Besitz des Leders. Achenbach ist auf der linken Seite unterwegs, macht einen Meter bis zur Mittellinie gut, passt dann schön zu Abel, der will da den Gegner umkurven, schafft das aber nicht, nimmt den Ball weg. Abpraller gelangt aber wieder zu den Uerdinger. Faria macht er jetzt Meter gut in der Zentrale, legt das Leder raus auf Pagano, aber viel zu langsam, muss er ewig warten, bis der Ball da ist. Nester grätscht dann aber hin und haut da Achenbach von den Beinen. Das war ein ziemlich übles Foul, schießt sich direkt auch sofort hin, sagt: Ja, Junge, das war die letzte Aktion. Wenn nochmal sowas oder irgendein anderes vorkommt, gibt's da Gelb. Da brauchen die Essener auch gar nicht pfeifen. Das war ein brutales Foul da. Ist zwar von vorne in den Mann, aber mit Stollen vorne rein.
Ja, Pagano steht schon wieder, fasst sich da, hat ein bisschen was abbekommen, aber muss da nicht behandelt werden. Und die Oedinger haben jetzt einen Freistoß, etwa von der rechten Strafraumkante. Das ist vielleicht 18 Meter Torentfernung. Mal schauen, vielleicht können sie ja jetzt hier ihrerseits auch über einen Standard den Ausgleich erzielen. Das wäre doch was, hier nach 23 Minuten als Reaktion genauso kontern. Achenbach und Pagano stehen da bereit, um den Freistoß auszuführen. Achenbach macht's drin, den Ball hoch rein. Kubo steigt drauf, Falle! Und Tor! 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 Ausgleich durch Kubo! Kopfballtor! Am 5 Meter um steigt er da hoch, setzt sich in der Luft gegen den Gegenspieler durch und da ist das Tor. Schießt ihn da in den linken, er köpft ihn da in den linken Winkel ein. Ausgleich für den KFC nach 23 Minuten. Ha, herrlich, das ist doch eine Reaktion, die man sich wünscht. Das Stadion, alle sind aufgesprungen, freut sich hier, bejubeln den Treffer. Ah, oh, war das schön. Ah. Kubo, entschuldigen Sie mir, da war die Stimme kurz weg. Kubo mit dem Kopfballtor. Und somit steht es hier 1-0. Ah, schönes Ding. Erster Freistoß für den KFC. Kommt da wunderschön. Kubo löst sich da vom Gegenspieler. Und zack, ist das Leder im Netz. Ha, herrlich diese Effizienz. Mann, Mann, Mann. Jetzt ist es hier auch ein Pokalspiel. Beide Fanseiten sind jetzt wieder hier hellwach. Die Oedinger war nach dem Gegentor etwas bedrückt. Das hat sich jetzt gelichtet. Hier Riesenstimmung auf beiden Seiten. Also ich freue mich natürlich, dass ihr alle hier, die mir jetzt zuhören, mir zuhört, weil ansonsten würde ich ja für mich selber reden. Aber ich sage euch, ihr verpasst ihr heute was im Stadion, in diesem schönen, zwar nicht besonders warmen, aber schön sonnigen Sonntagnachmittag in der Grotenburg hier in Krefeld. Aber jetzt zurück zum Spiel. Essen hat gerade auf der linken Seite Ballbesitz. Da muss übrigens ein Essener, sehe ich gerade, hat sich rausgerollt, weil er da verletzt war, wollte nicht, dass das Spiel unterbrochen ist. Ist jetzt mittlerweile wieder ins Spiel zurückgegangen. Die Ärzte, das Ärzteteam von Rot-Weiß Essen war schon auf dem Weg. Zeigt aber an, nee, geht auch ohne weiter. In der Zeit hatten die Essener versucht, da auf links durchzukommen. Das hat aber nicht funktioniert. Der KFC Star blockt den Ball ab und Einwurf für Rot-Weiß Essen wird ausgeführt. Und das, oh, schönes Ding von Elgut. Elgut schmeißt sich da in den Ball. Eigentlich hatten sie ihn schon ausgespielt, aber mit einem Blitzreflex eilt da der Fuß raus. Und somit Einwurf für Essen, bevor das Schlimmeres passieren kann. Die haben den Ball jetzt wieder auf der linken Seite. Spielen jetzt aber erstmal hinten rum, weil die Oedinger da hinten jetzt sehr sicher und souverän stehen. Gute Raumaufteilung. Also schweres Durchkommen. Und dann, da ist dann Essener, will den Ball direkt abtropfen lassen. Da kommt, ich glaube, ja, es war Gerstmann von hinten. Grätscht, spielt zwar den Ball, aber das war schon rüdes Einsteigen. Gibt logischerweise Freistoß und da hätte man über gelbe Karte diskutieren können. Glück für Gerstmann da. Sonst hätte er hier den Rest des Spiels gehörig aufpassen müssen. Weil es geht über die rechte Seite schon recht viel. Der ist da schon im Dauereinsatz. Jetzt Freistoß aus 28 Metern. Geht halb hoch in den Strafraum. Oedinger ist da. Kann sofort wieder klären. Und jetzt ist der Ball erstmal bei dem Torhüter von Rot-Weiß Essen. Ah, jetzt ist das doch hier ein schöner Sonntagnachmittag. Beide Mannschaften jetzt wieder hier mit offenem Visier. Die Oedinger trauen sich jetzt auch wieder mehr zu. Ja, Akubo wird da versucht zu schicken, aber der rutscht da leider aus. Dachte, dass der Ball ein bisschen steiler kommt. Wollte dann den irgendwie noch mitnehmen. Das gelingt aber nicht. Oedinger mal wieder im Ballbesitz. Manke hat auf der linken Seite den Ball. Muss verzögern. Setzt sich da schön gegen drei durch. Läuft weiter. Da ist der Vierte ausgespielt. Jetzt auf der linken Seite ist Sekur. Den sieht er wunderbar. Sekur ist auf der linken Seite durch. Bringt das Leder hoch herein. Kubo schlägt zu Kopf von aber verpasst. Schade, schade. Oh, das war von Jerome Marker ein Riesending. Startet in der eigenen Halbzeit. Spielt da fünf Gegenspieler aus. Sieht dann Sekur auf den linken Flügel. Aber dessen Flanke verpasst Kubo leider knapp. Die Essener sind jetzt wiederum auch im Angriff. Sind auf der linken Seite an der Grundlinie. Bringen den Ball hoch herein. Aber Techray mal um mal ist da mit dem Kopf zur Stelle, klärt ihn raus. Weil es aber immer noch heiß. Auf der rechten Seite zieht er in den Strafraum, einen Essener rein. Da sucht dann Kevin Grund den Abschluss, aber mit so einem kleinen Schüsschen kann man Schwabke natürlich nicht überwinden. Der hält ihn sicher in der Hand und schaut jetzt erstmal, wo er das Leder wieder sicher hinbringen kann. Ah. Spielt das Leder jetzt hoch nach vorne. Kubo versucht den da mit dem Kopf irgendwie abzulegen zu seinem Mitspieler. Das schafft er aber nicht.
Allerdings Einwurf für den KFC weit in der Hälfte von Rot-Weiß Essen. Schnappt sich Achenbach den Ball für den Einwurf. Bringt ihn zu Kubo. Kubo bringt den Ball unter Kontrolle, spielt ihn zu Achenbach zurück. Der chippt den hoch zu Sekua. Kein Absatz, ist fast an der Grundlinie. Will das Lehner dann hoch reinschießen, macht eine riesen Bogenlampe in den Strafraum auf die andere Seite zu Bagano. Der mit einem Fallrückzieher. Oh, das war ein schönes Ding. War natürlich ein bisschen enthusiastisch, aber technisch perfekter Fallrückzieher. Geht da 2-3 Meter neben das Tor. Den hätte der Torwart auch sicherlich locker gehabt. Aber auf jeden Fall hier, der Einsatz stimmt. Schönes Ding von Pagano in der Galerie. Vielleicht schaffst du es auch in die Zusammenfassung. Ansonsten hat bestimmt das einer per Foto aufgenommen. Schöne Szene hier, schönes Kabinettstückchen, aber leider ohne, dass es uns was einbringt. Essen jetzt mit einem hohen Ball auf der rechten Seite, wird abgefangen von Techway, der heute ein richtig gutes Spiel bis jetzt macht, da in der ersten halben Stunde. Beim Eckball konnte er nichts dafür, war auf einen anderen Spieler eingeteilt. Ansonsten haut er da alles raus, ob mit Kopf oder mit dem Fuß. Es ist richtig, richtig stark, was er da heute spielt. Techway ist jetzt auch wieder auf der rechten Seite, weil Achenbach aufgerückt war und blockt dann einen Flankenversuch schön ab. Aber zweiter Eckball für Rot-Weiß Essen, diesmal von der rechten Seite. Und jetzt heißt es aufpassen, nicht sofort wieder hier in Rückstand gehen. Da hat man gerade ausgeglichen, da muss nicht direkt wieder der Gegentreffer kommen. Der Essener legt sich das Leder zurecht. Kommt ein Essener noch dahin gelaufen, ich weiß nicht, machen sie da jetzt eine kurze Variante? Ja, sie machen eine kurze Variante, spielen damit unseren Spieler aus, dringen in den Strafraum ein, sucht dann den Schuss, aber abgeblockt von Achenbach. Und damit der Ball erstmal vor dem Strafraum. Aber Essen weiter mal Besitz mit ihrem Kapitän Daniel Bayer. Der spielt das Leder jetzt zurück. Da rutscht der Essener auch aus. Aber da kommt der KFC-Spieler nicht mehr ohne Foulspiel an den Ball. Hatte dann fest damit gerechnet, dass der Essener den Ball natürlich kriegt. War natürlich in eine falsche Richtung unterwegs und kam dann nur noch per Foul da an das Leder. Somit Freistoß für Essen. Haben den Ball jetzt wieder auf der rechten Seite. Freistoß wurde da schnell ausgeführt. Versuchen dann da den Ball in die Mitte zu legen. Aber wieder ist ein Uerdinger da. Diesmal war es Jerome Manka, der da klären kann. Aber Essen weiter im Ballbesitz, haben den Ball jetzt auf Höhe der Mittellinie wieder, verlagern das Spiel nach links. Pagano ist da hinten, deckt da einen Passweg ab, somit geht der Ball jetzt erstmal wieder in die Mitte und Spielverlagerung kommt nicht. Die Essener versuchen es nochmal über links. Sie versuchen es jetzt mit ein paar Kurzpässen in der Mitte, finden jetzt gerade aktuell nicht hier die Lücke, in die sie reinspielen können. Jetzt haben sie sich mal mittlerweile auf die rechte Seite gepasst. Ja, versuchen da an Achenbach vorbeizukommen. Der gewinnt aber das Leder. Kann das Spiel schön schnell machen. Will da Kubo schicken, aber der hätte Kubo richtig schön starten können. Aber der passt zu unpräzise. Und somit ein Essener da. Das hätte eine schöne, schöne Konterchance werden können. Dafür jetzt die Essener im Ballbesitz. Auf der linken Seite spielen den Ball hoch auf den rechten Flügel. Und der Essener steht am Abseits. Der hatte da sehr, sehr viel Platz. Aber auch nur, weil er da im Abseits gestanden ist. Somit Freistoß durch Schwabke von der Strafraumgrenze und Ballbesitz für den KFC Uerdingen. Haben mittlerweile eine halbe Stunde gespielt, also ein richtig schönes Fußballspiel hier. Haben zwar noch nicht viele Torchancen gesehen, aber natürlich schon die beiden Tore. Schöne Antwort hier vom KFC, auch über den Standard da eben, der Freistoß und dann das schöne Kopfballtor von Kubo, der sich da schön befreit und dann aus 5 Metern in den linken Winkel unhaltbar für Heller einköpft. Und jetzt gerade erstmal wieder Spielunterbrechung. Ist ein Essener zu hart eingestiegen gegen unsere Uerdinger Defensive und somit Freischuss für den KFC. Da wird der Spieler von Essen auch nochmal erwarnt. Hat er mittlerweile 1-2 Nicklichkeiten begangen. Schiedsrichter redet dann nochmal ernst auf ihn ein, dass er da sich mal ein bisschen zurückhalten soll. Sonst sieht er da die gelbe Karte. Und ich hatte eben schon erwähnt, draußen wollte sich erst ein Essener behandeln lassen, ist dann selber nochmal reingekommen. Lief noch ein bisschen unrund über den Platz. Jetzt hat er sich dann auswechseln lassen. Und somit ist neu im Spiel mit der Nummer 19 Malcolm Olva Luther. Also erster verletzungsbedingter Wechsel bei unseren Gästen aus Essen nach einer guten halben Stunde. Und der ordnet sich auch direkt wieder vorne ein. Also ist jetzt keine taktische Umstellung, sondern wirklich einfach nur wegen der Verletzung. Essen hat jetzt den Ball auf der rechten Seite, bringt ihn hoch auf die rechte Seite zu ihrem Kapitän Bayer. Er kann das Leder gerade so kontrollieren vor der Seitenauslinie, schafft es dann aber nicht gegen Zweiter Uerdinger, da sich zu behaupten. Allerdings, der Befreiungsschlag des KFC landet wieder bei den Essenern. Die haben jetzt in der Mitte den Ball, spielen ihn wieder rechts raus auf den rechten Flügel.
Achenbach stellt da seinen Gegenspieler, kann also nicht die Grundlinie drunter laufen, bricht ab, passt da zurück zu seiner Abwehr und dann der Ball nach vorne wird wiederum abgefälscht und Tagway kann dann da letztlich zu seinem eigenen Mitspieler spielen. Allerdings sein Passversuch gelingt auch wieder nicht. Er ist jetzt da Ballverluste hier auf unserer Seite bei, vor der Haupttribüne auf Höhe der Mittellinie. Jetzt der Uerdinger aber am Ball. Achenbach passt dann den Ball zu Segura. Der sieht auf der linken Seite schön Kubo. Kubo und, ah, oh, das war doch kein Abseits. Ganz ehrlich, das war doch kein Abseits. Kubo war da schön gestartet. Also es kann maximal gleiche Höhe gewesen sein. Ach, ärgerlich, da waren drei Uerdinger gegen zwei Essener. Da war Pagano, Sekur und Kubo liefen da wunderschön Richtung Strafraum. Aber ohne den Linienrichter. Der pfeift da auf Abseits. Schade, schade. Und Essen wieder im Ballbesitz. Haben den Ball jetzt da in der Verteidigung. Passt den auf Verlagern des Spiels auf rechts. Dann geht es nochmal zum Tor. Und, oh, das war ein schlampiger Pass. Das wurde ja fast nochmal gefährlich da. Kubo hat da direkt wieder Druck gemacht. Und auch Pagano kommt da jetzt sofort nachgestürmt. Also Uerdingen ist jetzt hier quasi schon am Drücker. Jetzt schöne nächste Balleroberung durch Gerstmann per Gretsche. Pagano ist auf der rechten Seite. Hat er jetzt Platz. Rennt er bis zum Strafraum. Bringt ihn dann hoch rüber zu Manka. Aber ah, das ist zu ungenau. Schade, da waren wieder 3-4 Uerdinger, die da aufgerückt waren gegen 3 Essener. Und dann wieder schlampiges Spiel von Essen. Gerstmann hat da den Ball wieder sofort zurück. Passt den Ball in die Mitte zu Farian. Farian kann an Allzeit der Welt gucken, wo er hinspielt. Spielt den Ball da zu Manka, aber der verliert ihn dann. Jetzt Konter, jetzt müssen die Uerdinger aufpassen. Da waren ziemlich viele aufgerückt. Nur noch die Abwehr eigentlich da. Aber ja, das spielen die Essener das nicht schnell. Sind jetzt auf der linken Seite, aber Gerstmann ist längst wieder da. Und dann versuchen die Essener das mit einem Querpass, aber Achenbach hat aufgepasst und Uerdingen ist wieder am Ball. Die Uerdinger Fans mittlerweile auch da gerade. Ich weiß nicht, ob man es durchs Mikro hören konnte. Mit einem KfC-Echo hier der Franz-Raschid-Block mit dem Rest der Fans hier auf den Sitzplätzen und auch vorne auf den Stehreihen unter dem Dach. Stimmung jetzt richtig gut. Die Essener, die schwenken zwar ihre Fahnen, aber seit dem Gegentor macht eigentlich nur noch der Fanblock, also der richtige Fanblock, wo die ganzen Plakate und Fahnen sind, klatschen ein bisschen. Ansonsten sind die Essener seit dem Gegentor etwas verstummt. Haben wahrscheinlich selber gedacht, dass ihre Mannschaft das hier ein bisschen souveräner runterspielt. Aber da haben die Uerdinger souverän einen Strich durch die Rechnung gezogen. Und die Uerdinger haben jetzt auch wieder Einwurf auf der rechten Seite auf Höhe der Mittellinie. Gerstmann hat sich da das Leder geschnappt und wirft ihn jetzt zu Elgut. Der bringt das Leder hoch nach vorne, aber da geht der Ball ins Seitenhaus. Und somit Einwurf für Rot-Weiß Essen. Es sind noch jetzt 10 Minuten zu spielen. 35 Minuten haben wir schon hinter uns hier in der ersten Halbzeit. Und wie gesagt, also man kann hier den Klassenunterschied definitiv nicht sehen. Rot-Weiß Essen hat zwar das 1-0 gemacht, aber vor dem Spiel und auch ab, dann braucht der KfC nach dem Tor 200 Minuten, um wieder in Tritt zu kommen. Aber danach war es wieder eine gleichwertige Partie. Das 1-1 geht hier bislang voll in Ordnung. Man merkt hier wirklich nicht, dass der KfC da die klassentiefere Mannschaft ist. Spielt hier beherzt auf, schmeißt sich in die Zweikämpfe, presst früh gegen. Also wenn sie das 90 Minuten durchziehen können, Chapeau, Hut ab. Das sieht sehr, sehr gut aus. Kein Vergleich zum Spiel in Wuppertal, was ja jetzt hier mal gesagt wird. Man will sich für Wuppertal revanchieren. Oder auch teilweise in Kalkum-Wittler über einige Strecken, gegen Duisburg hier über einige Strecken. Es wirkte viel, viel, nennen wir es emotionsloser. Ich will jetzt nicht sagen unkonzentrierter, sondern einfach emotionsloser. Also die Spieler hier, die Uerdinger sind heiß, das stimmt, die Körpersprache. Sie feuern sich hier auch gegenseitig immer mal wieder an, alle Spieler querbeet durch die Mannschaft. Die Uerdinger jetzt auf der linken Seite mitten im Einwurf, versucht da Jerome Manka auf den linken Flügel zu schicken, aber der Ball geht ins Seitenaus und somit Abstoß für Rot-Weiß Essen durch ihren Torwart Robin Heller. Spielen mal flach auf die linke Abwehrseite. Macht der linke Abwehrspieler, geht jetzt da ein paar Meter bis zur Mittellinie, wird er nicht angegriffen. Überquert jetzt die Mittellinie, Abel läuft einfach nur mit, guckt, dass die Passbahnen zu sind. Und das hat er gut gemacht, der Essener weiß nicht, wohin spielen soll und spielt das Leder jetzt erstmal wieder zurück, sogar ganz zum Torwart zurück. Also das Stellungsspiel hinten funktioniert sehr, sehr gut, bis auf den Standard, was natürlich dann auch direkt zum Tor geführt hat. Also die Essener, die wissen ja sofort ihre Chancen kaltblütig auszunutzen. Jetzt schöne Balleroberung durch Sekur, aber da ist leider kein Uerdinger, um das Spiel schnell zu machen. Passt den Ball zu Achenbach, aber dann landet der Ball bei einem Essener. Jetzt wieder schöne Balleroberung durch Farian, will das Spiel auf Kubo auch wiederum schnell machen. Das gelingt leider nicht. Die Essener Defensive in Ballbesitz. Verlagert das Spiel jetzt auf die linke Seite.
Und auf der rechten Seite ist wieder sehr viel Platz. Achenbach dirigiert da die Abwehr, aber auf seiner Abwehrseite ist auch noch ein Spieler frei. Da muss er aufpassen. Ist da sehr zentral unterwegs. Aber die Essener machen da mit Klein-Klein auf der linken Seite, versuchen da irgendwie durchzukommen und ignorieren ihren Mitspieler auf der rechten Seite. Jetzt verlagern sie das Spiel auf den rechten Abwehrspieler, der da aufgerückt war. Der passt dann in die Tiefe. Allerdings der Essener kommt da nicht mehr dran. Leder rollt zu Schwabke durch, den es sicher aufnehmen kann. Schwabke passt das Leder jetzt kurz zu Techray. Techray mit einem weiten Ball versucht da Kubo in Szene zu setzen, aber Esslers da fängt das Leder ab, will selber dann auf der rechten Seite einen Angriff initiieren. Das gelingt nicht ganz. Und was ist das denn da jetzt? Ganz ehrlich, das ist komplett überflüssig. Da ist der Oerdinger, will da den Ball einfach direkt zurückspielen. Da kommt direkt Bayer angerannt und schubst ihn mal Seite, damit er den Ball zurückspielen kann zu seinem Mannschaftskamerad. Da nimmt sich der Schiri direkt beide zur Brust und sagt, ey Leute, ne, ruhig bleiben. Und jetzt gibt es Freistoß für Essen, aber das hatte diese kleine Rangelei zwischen Secur und Bayer, hatte keine Karte zur Folge. Freistoß wurde ausgeführt auf der rechten Seite und dann springt der Secur schön dazwischen und kann da klären, Einwurf für Rot-Weiß Essen, bevor sie da auf der rechten Seite durch bis zur Grundlinie kommen und vielleicht eine gefährliche Flanke reinschlagen können. Einwurf wird ausgeführt, Essen haben jetzt wieder das Leder, bringen ihn in die Mitte. Da hat Windmüller das Leder und dann schlampiger Pass, Oerding im Ballbesitz. Schöner weiter Ball auf Kubo, der aber, ja, der ist leider zu langsam. Und was ist das denn? Da war ein gefährlicher, da war halt Kubo noch im Laufduell mit dem Defensivmann von Essen. Und die Rot-Weiß-Essener-Fans haben irgendeinen Ball, der auf die Tribüne gegangen war, behalten und haben ihn mitten im Angriff aufs Feld geworfen, wodurch der Schiedsrichter das Spiel unterbrechen muss. Also ganz ehrlich, wenn die das jetzt noch ein paar Mal machen, dann muss man auch mal schauen, dann muss man auch mal schauen, dass man da irgendwie ein paar Strafen verteilt oder ich weiß nicht was. Und jetzt bin ich gespannt, was der Schiedsrichter da entscheidet. Rennt jetzt gerade zu Achenbach, redet mit ihm ein bisschen, weiß jetzt noch nicht, was das soll. Ja, jetzt, er wollte, dass Achenbach weitergibt, dass man da eine Stadionansage macht, dass das natürlich gar nicht geht. Also ganz ehrlich, das ist allerunterste Schublade, so da die KFC-Angriffe zu unterbrechen. Und die Essener machen da kein Fairplay, spielen einfach weiter, allerdings der hohe Ball landet in den Reihen der Oerdinger. Also ganz ehrlich, da hätte ich jetzt auch mal gedacht, dass die Essener dann den Ball wenigstens zurückspielen. Also sie hätten zwar vielleicht das Leder bekommen, aber ganz ehrlich, allein um die Geste da von ihren Fans irgendwie ein bisschen abzumildern, also das geht natürlich gar nicht. Naja, hoffen wir mal, dass sie keine Bälle mehr haben. Ich habe jetzt nicht gezählt, wie viele Bälle da auf die Tribüne geflogen sind, aber hoffen wir mal, dass es nicht mehr so viele sind. Jetzt gerade Aufreger auf Seiten der Essener, da waren Essener in Strafraum gekommen, wollte da den Ball am Oerdinger vorbeilegen, läuft dann auf und will dann Elfmeter schinden, den kriegt er aber nicht, hat der Schiedsrichter richtig gesehen. Nächster Ball da im Strafraum der Oerdinger, wieder der eingewechselte Oliver Luther am Ball, aber der Ball wird dann noch abgeblockt und somit Ecke für Rot-Weiß Essen. Und jetzt sind da direkt 3-4 Essener und beschweren sich nochmal, dass sie da ganz klar einen Elfmeter-Foul gesehen haben, aber sagen wir mal, das geht doch in die Kategorie, den wollte er haben. Also ich hätte ihn auch nicht gepfiffen, jetzt mal aus neutraler Perspektive. Die ich ja durchaus auch mal einnehmen kann und sollte vielleicht. Muss man nicht geben, den Elfmeter. Und so geht das schon in Ordnung, was hier Schiedsrichter Markus Wollenwehr bis jetzt entschieden hat. Macht so aktuell eine sehr souveräne Partie. Kommt bis jetzt noch ohne gelbe Karte aus, schafft es hier die Spieler noch unter Kontrolle zu halten, ohne da Karten zu zeigen. Und jetzt Eckball von links für Rot-Weiß Essen. Kommt hoch herein Richtung zweiten Pfosten. Aber da ist ein Oerdinger da und kann ihn klären. Jetzt eine schöne Grätsche, da war ein Essener Nachrück. Und was ist das denn? Ganz ehrlich, da kommt ein KFC, da rollt der Ball nach vorne, ja. Der KFC-Spieler grätscht den Ball, grätscht schon 1000 Jahre vorher. Der Essener läuft einfach in die Grätsche herein, ja. Wird dann natürlich auch dabei getroffen, hat sich jetzt sogar ein bisschen dabei verletzt. Aber ganz ehrlich, der rennt da selber in die Grätsche rein und dann zeigt der Schiedsrichter Markus Wollenwehr, bei dem ich da gerade noch gelobt habe, dass er hier ohne Karte das Spiel im Griff hat, gelb. Völlig überzogen, da gelb zu zeigen, ganz ehrlich. Also, ich habe selten einen Freistoß gesehen, der so hart erkämpft wurde von der gegnerischen Mannschaft. Also, ganz ehrlich, das ist richtig lächerlich dafür, Foul zu geben. Klar, der Spieler hat sich jetzt auch verletzt, er wurde natürlich auch hart getroffen. Aber wie ist er denn getroffen worden, ganz ehrlich? Also, wenn ich irgendwo rein, ganz ehrlich, wenn ich gegen eine Wand renne, brauche ich mich nicht beschweren, dass die Wand da ist. Also ganz ehrlich,
Und natürlich hat natürlich jetzt Essen auch noch aus 25, 26 Metern zentrale Position Freistoßchance. Also ganz, ganz ehrlich. Ja. Nee. Nee, da ist auch noch ordentlich Diskussionsbedarf. Das sind alle Oerdinger, bis auf Elgut, der steht da 200 Meter weg. Und auch sieben Essener da und diskutieren ein bisschen bei dem Spieler, der da am Boden liegt. Aber da ist auch nicht das Foul angeblich passiert. Der Schiedsrichter Markus Wollenweber verlegt den Tatort jetzt nochmal ein paar Meter nach hinten. Jetzt sind wir bei mittlerweile rund 30 Metern Torentfernung. Und jetzt, jetzt muss natürlich der Spieler da von Rolfers Essen sich einiges gefallen lassen. Der humpelt da auch ordentlich. Also ich will ihm ja gar nicht abstreiten, dass er da sich jetzt nicht verletzt hat. Das kann durchaus sein. Der fasst sich auch jetzt wieder an den Fuß. Das sieht auch wirklich nicht gut aus. Muss ich jetzt mal sagen, KFC-Fans quittieren das da mit einem gellenden Pfeifkonzert. Aber ganz ehrlich, wie gesagt, wenn sie gegen eine Betonwand schlagen und sich dabei die Hand brechen, dann müssen sie sich auch nicht bei der Betonwand beschweren, sondern sind sie selber schuld. Und so ist das hier genauso. Also es ist ziemlich lächerlich, da den Freistoß für zu geben. Schiedsrichter hat jetzt mittlerweile das wieder freigegeben. Freistoß geht direkt aufs Tor, knapp links vorbei, aber Schwabke hätte ihn wohl auch gehabt. Somit Abschluss für den KFC. Also die Aufregerszene bleibt zumindest ohne Gegentor. Das ist aber auch das Mindeste. Ach. Schwabke passt den Ball jetzt kurz zu Elgut. Er passt jetzt wieder zu Jack Ray. Elgut wieder zurück. Und ich hoffe, man kann es über mein Mikro hören, ihr riesen Five-Konzert. Also ich kann meine Stimme gerade nicht mehr hören, weil der Spieler, die Nummer 7 von Rot-Weiß Essen, Kevin Grunter, jetzt wieder, das ist der gefoult wurde, aufs Feld zurückgelaufen ist und weiterspielen kann, hat sich also nicht weiter ernsthafter verletzt. Der Essen hat jetzt auf der linken Seite wieder den Ball, wird aber schön gestellt, Balleroberung durch den KFC. Ja, und dann Freistoß, weil der Oerdinger da, Pagano war es, ein bisschen angegangen wird. Somit Ballbesitz wieder in den Reihen der Oerdinger. Pagano hat jetzt auf der linken Seite das Leder, spielt ihn raus zu Manka. Manka versucht sich da gegen zwei wieder durchzutanken, funktioniert aber nicht. Aber der Ball weiter in Oerdinger Hand. Kuba auf der linken Seite, verliert aber dann das Laufduell gegen seinen Gegenspieler. Aber immerhin Einwurf etwa auf Höhe des Elfmeterpunkts auf der linken Seite. Achenbach schnappt sich da das Leder. Dirigiert er seine Mannschaft, wo sie hinlaufen sollen. Und wirft ein. Übrigens, das Foul am Essener war von Manka Volk, wofür es eben die gelbe Karte gab. Also das scheinbare Foul. Also Manka muss jetzt aufpassen. Einwurf kommt schön hoch, weit in den 5-Meter-Raum. Aber die Essener können zunächst klären und dann. Oh, schade, da springt der Ball hin und her. Kubo rechnet da einfach nicht mit. Und kann er da nicht aus 5, 6 Metern, kommt er da nicht mehr zum Schuss, war da in die andere Richtung unterwegs. Und jetzt die Essener im Konterangriff, da macht der Torwart schnell auf der linken Seite. Da sind direkt 4, 5 Essener da, aber die Oerdinger stellen sie erstmal so mit der erste Konter, die erste Welle abgeblockt. Essen wieder hinten rum, passt den Ball jetzt auf die rechte Seite heraus. Und ja, der hat Grund das erste Mal den Ball und direkt wird er natürlich ausgriffen. Aber jetzt Spielverlagerung auf die linke Seite. Pagano ist aber da und erobert da den Ball schön. Und wird dann da gefoult. Und somit gibt's Freistoß. Der wird aber nicht mehr ausgeführt, sondern Schiedsrichter Markus Wollenweber pfeift hier die ersten 45 Minuten ab. Also zur Halbzeit steht's 1:1 zwischen dem KFC Oerding und Rot-Weiß Essen. Ich muss sagen, richtig, richtig schöne Partie zum Ansehen. Gibt's vielleicht nicht hier die Riesenmenge an Torchancen, aber spielen sich auf einem sehr, sehr guten Niveau. Die Oerdinger halten hier perfekt mit den Essenern. Klassenunterschied ist hier nicht zu sehen. Die Essener tun sich sichtlich schwer, hier Chancen zu kreieren. Das Gefährlichste waren hier die Standards, die Freistöße, die Eckbälle. Aus dem Spiel heraus ging für die Essener noch nicht ganz so viel. Auf Seiten der Oerdinger leider aber auch nicht. Da musste dann natürlich ein Standard, also da musste dann ein Standard her über das Tor aus dem Spiel heraus. Hat das dann bis zum Tor noch nicht gut funktioniert. Im Mittelfeld sieht das sehr gut aus. Besonders hervorzuheben, finde ich, aus der ersten Halbzeit ist Jerome Manka, der da richtig schön auf der linken Seite oder wenn er reingezogen ist, immer 3-4 Gegenspieler aussteigen lassen, binden können. Also er macht seinen Job hier sehr, sehr gut. Ist ja für Idrissou in die Startelf gerückt. Allerdings ist er auf der linken Seite.
Kubo ist da an vorderster Spitze vorne drin. Macht heute den Stürmer, also ein spielender Stürmer. Ähnlich wie, greifen wir mal ein bisschen höher, die deutsche Nationalmannschaft spielen wir also ohne echten Strafraumstürmer, sondern versuchen das Ganze hier spielerisch zu lösen. Das hat leider in den ersten 45 Minuten noch nicht ganz geklappt, übers Spielerische zu kommen. Aber immerhin mit dem Standard, da war Kubo dann wieder zur Stelle. Unser Japaner springt da höher als alle anderen, ist auch recht frei und netzt da schön oben links rein. Ansonsten möchte ich mich jetzt hier dann erstmal für ein paar Minuten verabschieden. Wir bleiben weiter auf Sendung, dass wir ein bisschen Stadionatmosphäre mitschnuppern können. Ansonsten melden wir uns dann rechtzeitig, bevor die zweite Halbzeit beginnt, wieder zurück hier aus der Rotenburg. Bis dahin. So, da sind wir dann auch wieder. Es ist jetzt kurz vor 16 Uhr. Die Mannschaft haben jetzt noch ein, zwei Minuten Zeit in der Pause. Wir haben eine Minute eben obendrauf, also haben wir noch zwei Minuten. Bleibt mir vielleicht zu verweisen, was es sonst schon für Ergebnisse gibt, beziehungsweise Live-Ergebnisse gibt. Und zwar gestern haben schon der VfL Rede und der Wuppertaler SV gegeneinander gespielt. Da hat Wuppertal souverän 6-0 gewonnen. Ebenfalls gestern hat der FC Krai schon 1-0 gegen den SV Schwafheim gewonnen. Und ebenfalls schon gewertet wurde das Spiel Sportfreunde Brückhusen gegen den SC Kapellen Erft. Da hat der SC Kapellen Erft ohne zu spielen 2-0 gewonnen. Allerdings könnte ich jetzt Ihnen ehrlich gesagt leider nicht sagen, warum. Also die Erklärung dafür muss ich Ihnen leider schuldig bleiben. Das wird mir hier nicht mit angezeigt. Ansonsten die anderen Ergebnisse von den anderen Plätzen ebenfalls in der Halbzeit ist das Spiel 1. FC Bocholt gegen SC Düsseldorf West. Da führt Bocholt mit 3-0. Der VDS 1920 Nievenheim biegt 1-0 zu Hause zurück gegen Turu Düsseldorf. Ja, bei uns hier in der Rotenburg steht es bekanntermaßen 1-1. Ebenfalls in der Halbzeit ist das Spiel Homberg gegen Germania Ratingen. Da führt Ratingen 1-0. Die Spielvereinigung der Krade Nord und der VfB Hilden spielen auch schon seit 15 Uhr gegeneinander. Da steht es auch 1-1. Der FC Remscheid führt 1-0 gegen den VSF Amann. Und kurz vor der Halbzeit steht es beim FC Büderich gegen den TSV Meerbusch 0-0. Bei den anderen Partien, also dem SV Sonsbeck gegen DSC 99 Düsseldorf, dem 1. FC München-Gladbach gegen Felbert, Hiesfeld gegen Fischeln, Hamborn gegen Hönnepel Niedermörmter und Vatanspor Soling gegen Schwarz-Weiß Essen sind wir Ihnen leider die ganze schuldig, weil sie hier auf der Seite noch nicht eingetragen wurden. Ich schaue da zwischendrin oder nach dem Spiel nochmal vorbei, wie es denn da auf den anderen Plätzen noch steht. Ansonsten kann man das natürlich auch alles später auf der KFC-Homepage oder auf anderen Lokalsportseiten einsehen, wie die anderen Ergebnisse im Niederrhein-Pokal hier sind. Allerdings, was ich schon auf jeden Fall sagen kann, dass mit dem Ende des heutigen Tages alle Spiele absolviert wurden. Das heißt, also die Auslosung wird schon sehr, sehr bald stattfinden. Und es wird auf jeden Fall noch die nächste Runde vor der Winterpause stattfinden. Hoffentlich mit dem KFC. Beide Teams sind jetzt wieder auf dem Platz. Schiedsrichter hat die Pfeife im Mund. Und die zweiten 45 Minuten wurden angepfiffen. Die Oedinger jetzt von links nach rechts. Essen logischerweise dann von rechts nach links. Auswechslung hat es keine gegeben. Das heißt also, beide Teams gehen jetzt erstmal unverändert in die zweite Halbzeit. Und Oeding ist direkt wieder präsent da. Schön mit einer Grätsche erobern sie da den Ball. Der Essener liegt jetzt rum. Hat da ein bisschen was abbekommen. Klatscht auch auf den Boden. Aber die Essener selber spielen den Ball nicht ins Aus. ja, jetzt haben sie es auch gemerkt. Und somit erste Verletzungsunterbrechung auf Seiten der Essener. Da hat es den Kapitän Benjamin Bayer hat's da erwischt. Steht aber auch schon wieder. Also nichts Ernsteres. Da war direkt die Oerdinger direkt nach dem Anschuss. Wir wollten erst mal das Spiel schnell nach vorne machen. Direkt ist ein Oerdinger da. Gretsch kompromisslos dazwischen. Also die Oerdinger kommen hier wach aus der Kabine raus. Sind direkt sofort wieder mit vollem Einsatz dabei. Essen hat jetzt den Ball auf der linken Seite. Und ich muss mich gerade noch mal korrigieren. Ich sehe hier gerade Drevina übers Feld laufen. Also die Oerdinger haben scheinbar doch gewechselt. Ich gucke gerade mal, wen ich nicht mehr sehe. Es ist das Secur. Secur ist raus. Also hat es beim Oerdinger doch einen Wechsel in der Halbzeit gegeben. War der Secur nicht mehr dabei. Dafür neu im Spiel unser Spieler, unser Offensivspieler mit der Nummer 19, mit der Nummer... Ja doch, mit der Nummer 19, Armand Drevina.
Oerdinger haben jetzt da gerade das Leder erobert in der eigenen Hälfte. Pagano hat auf der rechten Seite den Ball. Spielt zu Abel. Abel will Kubo schenken. Das gelingt nicht, aber Kubo kann sich da schön durchsetzen. Pagano ist auf der rechten Seite an der Grundlinie durch. In der Mitte ist Abel. Spielt haben nicht an. Pagano verzögert das Spiel. Abel ist in der Mitte. Schuss wird abgeblockt. Ah, da wird Abel auch noch von hinten angegangen. Also die KFC-Fans haben hier einen Elfmeter gesehen. Abel liegt auch noch verletzt auf dem Boden. Oh, das wäre natürlich jetzt wunderbarer Start in die zweite Halbzeit gewesen. Hier direkt mit einem Tor. Ach, tja, es hat nicht sollen sein. Schade, schade. Und jetzt gerade erstmal Verletzungsunterbrechen. Abel liegt da immer noch im Strafraum. Aber steht wohl von alleine wieder auf. Oerdingen hat übrigens, also Schiedsrichter hat es ja nicht abgepfiffen. Oerdingen hat Einwurf auf der rechten Seite, tief in der Hälfte von Rot-Weiß Essen. Einwurf wird ausgeführt, Kubo hat da jetzt das Leder, bringt es rüber zu Achenbach. Achenbach jetzt auf der linken Seite, will da Manka anspielen, aber das gelingt nicht. Essen erobert sich das Leder. Spielt jetzt einen hohen Ball auf den rechten Flügel. Das Achenbach noch 2-3 Meter weiter vorne, als er eigentlich sollte. Aber die Essener schaffen es nicht, das Spiel schnell zu machen. Warten nochmal ab, spielen dann einen hohen Ball in die Mitte, in den Strafraum. Da Schwabke, der den Ball sicher fangen kann. Allerdings sieht er jetzt keine Option vorne, das Spiel wieder schnell zu machen. Somit wartet er erstmal ab, dass die Essener ein paar Meter zurücklaufen. Legt sich den Ball jetzt hin und schlägt ihn dann erst nach vorne Richtung Kubo. Kubo verliert er das Kopfballduell, aber der Kopfball der Essener landet in den Reihen der Oerdinger. Und jetzt dann stand der Essener auch noch im Abseits. Und somit Ballbesitz für den KFC Oerdingen. Es gibt auch ein paar Streitigkeiten, wo denn jetzt der Ball hinzulegen ist. Aber ja. Freistoß wird aufgeführt auf die rechte Seite, so wird da Pagano geschickt, da kommt aber nicht ans Leder. Um nochmal kurz die Elfmeterszene aufzuarbeiten, also Pagano ist auf der rechten Seite durch, spielt aber nicht sofort rechts rein, sondern wartet, passt dann schön kurz auf Abel, der will schießen und wird da im Schuss ziemlich harsch zu Boden gedrückt, beziehungsweise getreten. Also, ich bin natürlich jetzt hier für ein KFC, brauche ich natürlich jetzt hier, ist jetzt keine Überraschung, aber das kann man schon pfeifen, muss ich sagen. Auch aus neutraler Perspektive. Naja, sei es drum, Glück für RWE meiner Meinung nach. Die sind jetzt auch erstmal wieder im Ballbesitz auf der rechten Seite, aber das Manka nach hinten geeilt, hat den Leder erobert. Ball geht jetzt zu Kubo, der spielt zu Abel. Kubo startet aber leider nicht durch. Jetzt hat Pagano auf der rechten Seite wieder den Ball, aber bleibt hängen. Schade, sonst wäre er da frei durch gewesen. Essen somit in der eigenen Hälfte. Ballbesitz, spielt den Ball hoch nach vorne, aber wieder ist Tackrate. Diesmal war es Elgut. Diesmal ist Elgut da und köpft das Leder erstmal sicher ins Aus. Einwurf für Rot-Weiß Essen von der Mittellinie. Essen wirft jetzt auch ein. Spielen den Ball dann sofort erstmal wieder hinten rum. Und da Kubo macht ja wieder schön Druck auf den Essener. Da muss der Außenverteidiger da direkt 2-3 Leute ausspielen, aber er schafft es dann leider auch. Somit Essen weiter im Ballbesitz. Und dann nächster schlampiger Pass. Da ist auch Manka sofort da, erobert das Leder. Allerdings der Abpraller landet wieder beim Essener. Glück für Rot-Weiß. Also sie sind auf jeden Fall, sind die Essener nicht so gut aus der Halbzeit gekommen. Also ist die Konzentration ist noch nicht so ganz da. Und jetzt, wo ich es gerade sage, rechte Seite, hat der KFC geschlafen, kommt dann ein Essener durch bis zur Grundlinie fast und dann ist aber dann noch ein Defensivmann von unserem KFC da und grätscht das wieder zur Ecke, bevor er da gefährlich hereinspielen kann. Wo ich gerade noch war, die Essener gerade hinten schlafen noch ein bisschen seit der Halbzeitpause. Spielen dann, brauchen ein bisschen zu lang, um da die Pässe zu machen. Dadurch sind die Oerdinger immer sehr, sehr dichter Mann, haben jetzt auch schon ein paar Pässe abfangen können. Aber leider noch keine Torchance. Jetzt erstmal Ecke für Rot-Weiß Essen, kommt hoch in den Strafraum rein, aber diesmal die Oerdinger da blocken sicher ab. Können jetzt ihrerseits einen Konter aufbauen. Ball kommt auf die linke Seite, da ist Manka vorne geblieben, kann das Leder aber nur zum Einwurf sich besorgen. Jetzt verzögert da der Essener das Spiel, schießt den Ball da dreimal weg. Ganz echt, der Schiedsrichter ermahnt die da zweimal und das ist ganz echt, das muss auch eine gelbe Karte wegen Zeitspiel geben. Da waren die Essener alle noch nicht hinten, der KFC hätte das Spiel locker schnell machen können. Ja, dann schießt er da zweimal den Ball weg. Also ganz ehrlich, also Gentlemen sind hier die Fans und die Spieler von Rot-Weiß Essen alle wahrlich nicht heute. Naja, sorgt dafür, dass die Stimmung umso besser ist auf den Rängen. Also, Einwurf jetzt KFC nach der längeren Unterbrechung. Kubo hat da den Ball,
Spielt ihn zurück zu Ache, macht der wieder zu Kubo. Kubo versucht jetzt auf den linken Flügel durchzustarten, gelingt ihm aber nicht. Allerdings den Abpraller kriegt Manka, wird dann aber leider, bevor er flanken kann, abgedrängt. Essen im Ballbesitz und schießt aus 3 Metern. Ache macht den Ball voll gegen Schädel. Der ist gerade ziemlich benommen, muss sich gerade an der Bande festhalten. Wie gesagt, da wollte Essen einfach nur den Ball nach vorne schießen. Achenbach stand einfach im Weg, also war jetzt kein Foul, keine Absicht. Und Einwurf für Rot-Weiß Essen. Ja, und Achenbach will da auch gar keine Verletzungsanbrechung, will da bei der Mannschaft bleiben, kriegt dafür jetzt auch hier dann Szenenapplaus auf Seiten der Oerdinger. Aber Rot-Weiß Essen dann jetzt mit dem Einwurf mitten in ihrer eigenen Hälfte auf der rechten Seite. Hoch nach vorne, wird dann weiter verlängert. Dann ist aber Techray da. Der den Ball erstmal auch wieder an Seiten ausköpft. Also jetzt Einwurf für Rot-Weiß Essen auf der Mittellinie. Immer noch auf der rechten Seite. Jetzt spielen sie erstmal wieder hinten rum. Jetzt in der Innenverteidigung geht ja der Ball hin und her. Kubo übt da einen leichten Druck aus, sodass sie sich da jetzt nicht ewig Zeit lassen können. Und den Ball jetzt erstmal wieder auf die rechte Seite nach vorne spielen. Hat der frisch gekommene Spieler mit der Nummer 19, Oliver Luther, versucht sich da mal durchzusetzen gegen zwei. Daran scheitert er aber, spielt den Ball dann erstmal wieder zurück zum eigenen Torwart. Der haut ihn hoch nach vorne. Die Oerdinger Defensive kann da zunächst klären, aber Essen weiter im Ballbesitz. An der Mittellinie. Versuchen da jetzt durchs Zentrum mit 2-3 Pässen nicht durchzupassen, aber die Oerdinger Defensive steht da sicher. Kein Durchkommen. Und somit erstmal dann wieder der Ausweichpass auf die rechte Seite und dann wird der Pass geblockt und die Oerdinger sind wieder im Ballbesitz. Hohe Flanke nach außen auf Jerome Manka, aber leider zu ungenau ins Seiten aus und wieder Einwurf auf der rechten Seite, der jetzt innerhalb von 2 Minuten, glaube ich, der 4. oder 5. für die Essener. Und der geht jetzt erstmal in die Defensive, spielen den Ball jetzt nach links rüber. Versuchen dann auf dem linken Flügel noch ihren Mitspieler zu schicken, aber die Oerdinger sind da, können ihn wiederum klären. Und dann wieder hoher Ball auf Kubo, der sich diesmal durchsetzen kann, versucht auf Paganus zu verlängern. Paganus da schneller als sein Gegenspieler auf der Außenbahn und holt einen Einwurf raus. Gerade so kann der Essener da mit der Grätsch noch vor Pagano klären und somit gibt es nur Einwurf. Pagano holt sich da das Leder, also wir sind jetzt etwa auf Höhe des Elfmeterpunktes da auf unserer rechten Seite. Pagano hat da den Ball in der Hand, wirft ihn kurz zu Kubo, der passt direkt zurück zu Pagano und dann kommt ein Essener noch dazwischen in die Passbahn und schlägt ihn wieder ins Seiten aus und somit wieder Einwurf für KFC jetzt außerhalb des Strafraums, ja, sozusagen rechts die Mittellinie verlängern würde, wieder zu Kubo, diesmal durch Gerstmann, der bekommt noch das Leder zurück, will ihn dann in den Lauf heben von Pagano, aber das misslingt, Ball landet im Seiten aus, somit Einwurf für unsere rot-weißen Gäste aus dem Ruhrgebiet. Die spielen jetzt den Ball erstmal zu ihrem Torwart zurück. Wartet und jetzt passen sich den Ball hinten ein bisschen her. Und die Oerdinger machen direkt Druck. Abel ist da direkt beim Torwart bei, aber der kann klären, bevor das irgendwie Bremsliga wird. Schlägt den Ball weit nach vorne. Und da verliert Techway. Ich glaube, das ist das erste Kopfballduell, was er verliert. Und somit die Essener weiter im Ballbesitz. Verlagern das Spiel jetzt auf die linke Seite. Die Ränder machen da Zentimeter für Zentimeter mit so einem kleinen Trippelschnitt. Sind jetzt fast an der Eckfahne mittlerweile. Versuchen sich da mit Doppelpässen irgendwie durch Pagano und Gerstmann durchzupassen, aber das gelingt nicht. Einwurf für Rot-Weiß Essen. 4-5 Meter vor der linken, vor der Grundlinie. Einwurf kommt. Direkt kurz. Jetzt versuchen sich da wieder mit Kleinkeilen durchzutanken, aber ohne Pagano. Der hat da das Leder erobert, verliert es aber sofort wieder. Jetzt die Essener ziehen von links rein in den Strafraum. Schaffen es aber nicht, da einen anzuspielen, passen zurück, tief in ihre eigene Hälfte zurück. Und dann kommt ein hoher Ball in die Mitte auf den Mitspieler von Rot-Weiß Essen. Und nein, 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 was ist das denn da? Also, oh, da ist jetzt schon wieder Rangelei ohne Ende. Da war ein hoher Ball in die Mitte auf den Stürmer von Rot-Weiß Essen gespielt. Denn den legte sich mit der Hand vor, Schiedsrichter hatte das gesehen und abgepfiffen. Ein KFC-Spieler, es war Farian, glaube ich, war es. Ja, es ist Farian. Wollte dann das Spiel dann wieder schnell machen. Hat sich den Ball 200 Meter vorgelegt, um schnell zu passen. Dann ist da ein Essener, der ihn erst wegzieht. Der andere Essener tritt den Ball weg. Also wieder richtig Fair Play, was die Essener hier heute zeigen. Daraufhin drehen bei Farian, brennt da eine Sicherung durch. Schubst da dann seinen Gegenspieler zu Boden. Also ganz ehrlich,
Da hat Secur damals im ersten Spiel gegen Hiesfeld eine glatt-rote für gesehen für so eine Aktion, aber der Schiedsrichter gibt einfach beiden Streitern die gelbe Karte. Puh, ich dachte schon, dass wir sind jetzt hier in Unterzahl, das wäre umso schlimmer geworden. Aber zum Glück in Anführungszeichen nur gelb für Farian. Jetzt der Uerdinger haben wieder das Leder, aber was ist das jetzt? Ganz ehrlich, jetzt sind hier Nicklichkeiten ohne Ende. Jetzt war da Gerstmann, der da Richtung Ball laufen wollte, um ihn zu holen. Dann ist ein Essler stehen geblieben und ich möchte jetzt nichts unterstellen. Aber also er war auf jeden Fall demonstrativ stehen geblieben, damit Gerstmann nicht zu Ball kommt und lässt ihn da auflaufen. Gerstmann geht dann kurz zu Boden, ist auch natürlich ein bisschen zu theatralisch. War übrigens der Liebling der Fans bei Rot-Weiß Essen, Kevin Grund, der eben die Verletzung von sich selber in Kauf genommen hat, um die gelbe Karte zu provozieren, der da in den Schlappen reingerannt ist. Also er macht sich hier heute definitiv nicht mehr beliebt. Und jetzt erstmal die Essener wieder im Ballbesitz, haben dann nach dem Einwurf vom KFC das Leder erobert, aber weit in der eigenen Hälfte. Jetzt hat der Torwart von Essen wieder den Ball, spielt ihn auf die linke Seite raus. Verteidiger rennt er in die Hälfte, das KFC Uerdingen dann, aber der Pass zu schlecht. Und dann hat das ist wieder überhastet. Gerstmann hat das Leder, hat alle Zeit der Welt, will das Spiel dann wieder unnötig schnell machen. Da war gar keiner gestartet und passt dann natürlich direkt ins Leere, sodass die Essener wieder im Ballbesitz sind. Die versuchen jetzt mal mit einem hohen Ball wieder auf die linke Seite. Gerstmann kommt da zwar dran mit dem Kopf, allerdings kann er nicht mehr drücken, somit lenkt er ihn zwar in Seiten aus, aber kann halt nicht mehr das Leder zu einem eigenen Mitspieler bringen, somit von der linken Seite 6-7 Meter von der Eckfahne, nee, noch nicht mal mehr. Lassen Sie es mal 3-4 Meter sein von der Eckfahne entfernt. Einwurf wird sofort durchgeführt, kommt dann hoch in den Strafraum, aber da ist Elgut, der das wieder klären kann. Und direkt sieht, dass Kubo ziemlich frei vorne ist. Kubo im Laufduell gegen den Innenverteidiger. Kubo ist ein schneller Mann, kriegt das Leder. An der linken Seite ist jetzt, sind ein paar, zwei, drei Uerdinger mitgelaufen. Schöner Pass! Und, oh, da muss er noch mehr rausmachen! Da waren vier Uerdinger, Kubo verzögert da schön, sieht er, dass Trevina aufgerückt ist. Trevina wartet auch wieder. Da ist der Jerome Manke auf der linken Seite frei durch, kommt aus 12 Metern, halblinke Position zum Schuss und schießt dann den Torwart ab. Der kann den Ball sogar festhalten, aber da muss man mehr rausmachen. Oh, schade, schade, schade. Nächste Chance für den KFC. Also jetzt in Halbzeit 2 der KFC, gerade in der Offensive mit den deutlicheren Chancen. Mann, so ein 2-1, das wäre doch hier was. Essen mal so richtig unter Druck setzen, dass die mal kommen müssen. Aber es hat nicht sollen sein. Jetzt die Essener erstmal im Ballbesitz wieder über die rechte Seite. Versucht sich da der eingewechselte Malcolm Oliver-Luther durchzutanken. Schafft aber nicht ganz, passt jetzt ab. Und dann die Uerdinger machen die ganze linke Seite auf. Jetzt hat da dann einer Platz zu flanken. Flanke kommt noch in der Mitte an. Aber der Kopfball von, ich glaube es war Cebio Secur. Ja, es war Cebio Secur. Geht 2-3 Meter am Tor vorbei. Und somit kann Schwabgesicht den Ball wieder schnappen und zum Abstoß zurechtlegen. Mittlerweile sind auch die Essener Fans wieder da, machen Stimmung. Die Uerdinger machen Stimmung, also weiterhin hier. Ein schönes Fußballfest heute. Die Mannschaften schenken sich auch nichts. Ein gelungener Fußballsonntag, wenn es jetzt dann noch über 90 Minuten, über 120 oder noch mit ein paar Elfmetern mehr hier einen Sieg für die Uerdinger gibt, dann ist der Tag vernünftig abgerundet, würde ich mal sagen. Aber so weit sind wir ja noch nicht. Sind ja noch eine knappe halbe Stunde hier regulär zu spielen. Essen hat jetzt gerade wieder einen Ballbesitz. War ein Passspiel vom KFC auf den rechten Flügel raus zu ungenau. Essen jetzt in der Innenverteidigung wieder einen Ballbesitz. Verlagern das Spiel jetzt wieder auf die rechte Seite, wo Manka ein bisschen Richtung Zentral nachguckt, war dadurch ein paar Meter frei. Hoher Ball dann in die Strafraummitte, aber Elgut ist da und schlägt das Leder auf die Tribüne, somit Einwurf für Rot-Weiß Essen. In der Mitte der Uerdinger Hälfte, da auf der rechten Seite. Einwurf wird auch dann ausgeführt. Essen zieht jetzt in den Strafraum rein. Schöner Doppelpass zwischen den Essenern, aber dann verspringt da Oliver Luther der Ball, sodass Schwab ihn sicher aufnehmen kann. War ein schönes Kombinationsspiel, hat die Abwehr einen Moment lang nicht gerade alle Passwege zugehabt. Direkt waren sie wieder durch. Aber Glück für KFC, Glück für Schwabke, dass der Ball da leicht verspringt. Der macht jetzt einen hohen Ball auf Kubo, das gelingt aber leider nicht. Uerdingen bekommt einen Abpraller und dann technische Unaufmerksamkeit da von Farian, wodurch Essen im Ballbesitz kommt. Farian schafft es dann nochmal nachzustechern, aber letztlich landet der Ball dann bei Essen und da ist er dann auch erstmal wieder in der Defensive. Jetzt hat
Der Torwart Heller das Leder mal wieder am Fuß. Der schlägt ihn weit nach vorne. Elgut gewinnt aber da das Kopfballduell. Essen und kriegt den Abpraller weiter. Ballbesitz über die linke Seite. Über die linke Seite tankt sich da dann der Lieblingsspieler hier der Uerdinger Fans. Kevin Wood versucht sich da durchzutanken gegen 2-3, schafft es aber nicht. Und letztlich haben die Krefelder dann einen Freischuss bekommen, weil dann noch ein Essener versucht nachzustochern und dabei ein Uerdinger von uns leicht berührt, der dann zu Boden geht. Gerstmann hat sich jetzt das Leder da hingelegt. Wie gesagt, wir sind tief in der KFC-Hälfte. Ball ist freigegeben. Gerstmann spielt den Ball hoch Richtung Kubu. Er sieht den Ball gar nicht, hält da gerade noch die Hand vor die Augen, damit er überhaupt den Ball sieht, weil die Sonne scheint gerade von links rein, also von der Westtribüne rein. Aber die Essener schaffen es da auch nicht, den eigenen Spielaufbau zu initiieren, sondern klären das Leder lieber zum Einwurf wieder knapp vor dem Strafraum, wenn man die Strafraumlinie einfach gerade in den 16er gerade weiterzieht. Einwurf durch Gerstmann ausgeführt zu Pagano, zu Abel. Der kann den Ball aber nicht behaupten, kriegt den dann aber nochmal zurück. Setzt sich dann schön durch, ist an der Grundlinie, passt flach rein. Und da verpassen dann ein, zwei Uerdinger, also Manka und Kuro knapp den Ball. Es hätte gefährlich werden können. Und jetzt der Essener schaut da ein Luftloch und spielt damit unseren Patrick Elgut aus. Elgut wiederum versucht da noch zu reagieren mit dem Fuß, trifft da den Essener, leicht wird er vom Schiedsrichter Mann. Die Essener Trainerbank und die Fans haben da dann direkt wieder ein hohes Bein gesehen oder ein Foulball, haben da gelb gefordert. Die bleibt ihnen aber verwehrt. Markus Wellenweber hat da alles richtig gesehen und entscheidet einfach nur, jo, Einwurf und das war's dann auch. Der Einwurf bringt aber nichts ein für die Essener. KFC kann klären, Kubo mit einem schönen Sprungkopfball schafft es da. Dann Pass auf den dicken Flügel raus zu unterbinden, allerdings Essen weiter im Ballbesitz. Jetzt im Zentrum. So, jetzt auf der rechten Seite wieder ihren Spieler zu schicken, aber Achenbach hat aufgepasst, stellt ihn da zunächst. Er kann aber nochmal querlegen. Ja, undurchsichtige Aktion. Und dann ist der Essener bei einem Doppelpassversuch im Abseits und somit gibt es Freischuss für den KFC, also auch diese Situation wieder bereinigt. Schwab hat jetzt mittlerweile das Leder geschnappt, um da den Freischuss auszuführen. Bringt den Ball hoch nach vorne, wieder Richtung Kubo. Diesmal kann das Kopfballduell gewinnen. Allerdings, der Ball fliegt zu weit weg. Keine Chance dafür. Roman kann den Ball noch vor der Seitenlinie zu bekommen. Und somit Einwurf für Rot-Weiß Essen. Gibt jetzt noch einen Diskussionsbedarf bei den Essen an der Defensive. Aber jetzt wird der Freischuss dann ausgeführt. Der kommt dann hoch da auf der rechten Seite zu dem Essener. Der wird von hinten ein bisschen gedrückt, geht zu Boden. Und somit gibt es auf Höhe der Mittellinie knapp in der Hälfte der Uerdinger drin. Freistoß für Rot-Weiß Essen. Wird schnell ausgeführt hinten über die Verteidiger rum. Und jetzt geht der Ball zum Torwart, zur Kubo, rennt er nochmal nach, aber hat natürlich keine Chance. Und dann wird da der Ball vom Torwart direkt wieder abgefangen vom KFC, wieder nach vorne gebracht zu Kubo, diesmal ist aber auch wieder ein Essener da und kann ins Seitenhaus klären. Einwurf wird schnell ausgeführt auf der linken Seite. Ah, da kommt der Essener gerade noch so dran, ansonsten wäre da Manka frei durch gewesen. Somit die Essener jetzt wieder auf Höhe der Mittellinie im Ballbesitz. Drangnes seht ihr jetzt wieder in die Hälfte der Uerdinger hinein. Auf der linken Seite ist alles blank, da müssen sie aufpassen. Ja, und dann kriegt er auf der linken Seite natürlich auch der Essener den Ball. Ist jetzt an der Grundlinie, will hoch reinspielen. Und dann ist aber Gerstmann da und kann das Leder zur Ecke abwehren, ohne dass dann da Gefährliches passiert und der Ball da hoch in den Strafraum hineinkommt. Somit also Eckball für Rot-Weiß Essen hier von unserer Haupttribüne aus. Ach. Hoffen wir mal nicht, dass das jetzt wieder ein Treffer wird. Aber ich sehe, ich glaube, sie machen wieder ihre Kurzvariante. Das ist wieder gerade ein Essener zur Eckfahne gelaufen. So sieht es auch aus. Ball wird kurz gespielt, allerdings nicht sofort kurz, sondern wird dann zurückgelegt an die Strafraumgrenze. Der Schuss wird dann aber noch abgeblockt von Achenbach. Lass er sicher in den Arm von Schlagmann. Der macht das Spiel jetzt wiederum schnell. Versucht der Abel zu schicken. Aber Tuck zu hart. Schafft es nicht mehr, da den Ball vor dem Strafraum zu bekommen. Und dann kann Heller den ganz sicher aufnehmen.
Müller hat jetzt einen Ball am Fuß, guckt gerade um, wo er den Ball am besten hinspielt und entscheidet sich jetzt, das Leder doch hoch zu spielen. Wollte der ersten Mannschaftskameraden anpassen, spielen ihn jetzt aber doch hoch. Kopfballduell gewinnen die Essener zwar, aber es funktioniert dann nicht mehr, die Oerdinger Ballbesitz durch einen Einwurf. Und da hat sich gerade Kevin Behrens richtig aufgeregt, weil er überhaupt nicht zufrieden mit dieser Taktik. Und die Oerdinger jetzt den Ballbesitz. Wird wieder versucht, Kubo zu schicken, aber da hat er gegen zwei Verteidiger keine Chance, sich durchzusetzen. Essen wiederum schlägt den Ball weit nach vorne. Behrens kommt dann mit dem Kopf am Ball, legt ab auf die linke Seite. Und die Essener spielen jetzt da 5-6 Pässe im Mittelfeld. Jetzt wieder Behrens ist auf der rechten Seite durch, schießt sofort. Und Schwabke wehrt da zur Ecke ab. Das hätte gefährlich werden. Also Schwabke war nicht mehr dran. Sah so aus, als der Schwabke da dran war. Aber Ball ist wohl dann von alleine am Tor vorbeigestrichen. War eine schöne Aktion hier, eine schöne Einzelaktion von Behrens, der da erst den Ball ablegt, dann wieder bekommt, dann mit einer Hacke und einem anderen Vorleg selber durchstartet, dann noch den Oerdinger bei uns, was Techray überläuft und dann noch zum Schuss kommt. Aber diese Einzelaktion hat er es auch nicht, zum Glück nicht geschafft, hier ein Tor zu erzielen. Jetzt die Oerdinger mit einem Abschuss. Kubo gewinnt da das Kopfballduell, verlängert weiter zu Abel. Dann Abel verliert zwar das Leder, aber Kubo wurde da beim Kopfballduell angegangen. Und somit Freistoß für den KFC Oerdingen. Knapp in der Hälfte der Essener. Dauert jetzt hier alles ein bisschen lange. Keiner will so recht den Freistoß treten. Jetzt hat Elgut sich das Leder geholt und bringt ihn hoch Richtung Strafraum. Allerdings darf er den Oerdinger wieder das Kopfballduell und Essen wieder im Angriff. Die versuchen es jetzt ganz schnell zu machen mit einem hohen Ball nach vorne. Eckberg verliert das Kopfduell, aber dann ist Elgut da und klärt auch zunächst zu Drevina. Der aber mit einem Fehlpass wollte der Achenbach kurz anspielen. Essener kommt aber dazwischen und kann das Leder nicht holen. Damit Essener auf der rechten Seite wieder Ballbesitz. Will da sein Mitspieler Behrens hoch anspielen, der rutscht aber auf dem Rasen aus. Somit die Oerdinger im Ballbesitz mit Kubo auf der linken Seite. Der hat aber keinen Anspielpartner, deswegen verzögert er das Spiel, schießt den Essener an und holt damit einen Einwurf raus. Den jetzt Achenbach da auf der linken Seite ausführt. Spielt den Ball jetzt erstmal zurück in unsere Abwehr. Techray hat den Ball jetzt Elgut. Elgut geht ein paar Meterchen. Passt dann zu Abel, der sich da gegen zwei Mitspieler durchsetzen kann und dann noch ein Einwurf. Dann kommt noch ein anderer dazu und holt immerhin da noch einen Einwurf heraus. Jetzt wollte Pagano schnell einwerfen, hat der Schiedsrichter aber gesagt, hey, geh mal 2-3 Meter zurück. Jetzt Pagano gesagt, okay, dann noch nicht. Jetzt hat sich Jasper das Leder genommen und wirft ihn dann ein. Allerdings leider direkt zum Gegner, also mit Essen wieder im Ballbesitz. Allerdings 2-3 Oerdinger da und erobern das Leder zurück. Ah, aber dann der Pass Richtung Strafraum leider zu hart. Da kommt kein Oerdinger mehr ran, wieder aufgerückt waren. Essen kann klären, aber auch nur wieder auf Kosten eines Einwurfs. Somit wieder Gerstmann auf der linken Seite mit dem Ball in den Händen zum Einwurf bereit. Diesmal geht es auf die rechte Seite zu Pagano und Abel, die da in Gemeinschaftsproduktion sich das Leder holen können, dann aber wieder gegen 3 sofort verlieren. Erster versuchen jetzt das Spiel auf die rechte Seite zu lenken, das gelingt aber nicht, weil Achenbach da reinspringt und sich das Leder holt. Ist jetzt auf der linken Seite, versucht da durchzuziehen, wird dann aber noch gestellt. Einwurf für die Oerdinger, aber schon wieder auf Höhe des Strafraums. Und ich sehe gerade beim KFC, macht sich der nächste Spieler bereit, kommt gerade von der vom Warmmachen zulaufen und es ist, so wie es aussieht, Sebastian Hirsch war die letzten zwei Spiele verletzt. Ist jetzt die letzten beiden Spiele, ja, war 2 Wochen verletzt, saß jetzt 2-mal schon wieder auf der Bank, wurde da noch nicht eingewechselt. Also jetzt ist er wohl wieder fit. Die Oerdinger jetzt mit der nächsten guten Chance. Und was ist das denn? Oh, das muss doch Elfmeter geben, das muss doch... Oh Mann, jetzt meiner Meinung nach die zweite... Also... Wie gesagt, ich behaupte jetzt mal, dass ich natürlich so ein bisschen blau-rot gefärbt bin hier in meinem Kommentar. Aber ganz ehrlich, da legen die Oerdinger sich mit Pagano und Kubo
mit Pagan und Bube den Ball schön ab zu Drevina. Der zieht Volley ab, da schmeißt sich ein Essener dazwischen und kriegt den Ball an die Hand. Er schmeißt sich halt da rein. Na gut, die, also er geht halt an die Hand und naja. Wie gesagt, das war jetzt nicht so eine krasse Handbewegung, wie wir sie schon manchmal gesehen haben. Aber jetzt erstmal geht's weiter. Gerstmann auf der rechten Seite ist da durch, setzt sich da schön gegen zwei durch und holt da den nächsten Eckball für die Ödinger. Die Ödinger sind jetzt hier in der Rangphase. Die Fans merken auch, wenn jetzt was, wenn was gehen soll, dann jetzt die Ödinger klar überlegen mittlerweile. Die Essener sind tief hinten reingedrückt, jetzt hier schon seit zwei Minuten. Und jetzt Eckball für den KFC. Auf der rechten Seite, die Fans im Rücken. Pagano legt sich da das Leder zurück. Schaut in der Mitte, wen er anspielen kann. Da sind mehrere, mehrere zur Auswahl. Bringt das Leder hoch herein. Kommt Nöding auch zum Kopfball, aber leider nicht Richtung Tor. Und dann der Essener geht auf Nummer sicher, klärt nächster Eckball, diesmal dann von links. Aber um nochmal zurückzukommen auf den Elfmeter. Also wie gesagt, der wird halt abgeschossen im Strafraum. Der Ball geht gegen die Hand. Der hat die jetzt nicht da meterweit von seinem Körper weggehalten, aber... Ja, also die Fans waren aufgesprungen, wie gesagt, ich will natürlich, hab dann auch direkt mal Elfmeter geschrien, wenn man nochmal drüber nachdenkt. Kann man geben, muss man aber nicht. Gibt gewiss Leute, die den pfeifen, aber Max Wellenweber hat hier eine großzügigere Linie, insofern Entscheidung kann man schon vertreten. Aber jetzt, Eckball für den KFC von der linken Seite. Steht Achenbach bereit, bringt das Leder auch hoch herein, aber dann ist ein Essener da, ein Abpraller bekommen aber die Uerdinger. Spielen den Ball jetzt wieder hoch nach vorne. Aber da sind 4-5 Essener, die da das Leder aus ihrer eigenen Halbzeit, aus ihrem eigenen Strafraum rausschlagen können. Und da liegt ein Essener nach dem Eckball auf dem Boden und muss jetzt erstmal behandelt werden. Die kann von alleine wieder stehen, aber die Uerdinger hatten halt den Ball rausgespielt für eine Behandlungspause. Somit hier erstmal eine Spielunterbrechung. Und Rot-Weiß Essen will hier wechseln. Da steht mit der Nummer 13 Moritz Fritz bereit, der jetzt gleich kommt, aber jetzt erstmal geht das Spiel nochmal weiter. Einwurf wurde noch ausgeführt, Fairplay-Geste, passt, also hohe Flanke zu unserem Torwart Schwabke und damit die Uerdinger im Ballbesitz. Jetzt auf der linken Seite hat Achenbach das Leder, rennt jetzt mal an, passt das Leder zu Kubo. Der versucht sich dann den Ball selber am Gegner vorbeizulegen, das gelingt aber nicht, Ball wird dann abgestimmt und Einwurf für Rot-Weiß Essen und ja, jetzt werden beide Mannschaften wechseln. Also bei Rot-Weiß Essen kommt mit der Nummer 13 Moritz Fritz. Bringt also auch nochmal einen frischen Spieler und es geht der Liebling hier der Zuschauer, Kevin Grund, der hat also jetzt für heute genug geleistet. Und beim KFC ist auch ein Wechsel. Und zwar kommt mit der Nummer 7. Ich muss mich nochmal dann korrigieren, es war nicht Hirsch, sondern Knetsch, der jetzt eingewechselt wird. Und für ihn verlässt, der heute mir richtig gut gefallen hat, Jerome Manka das Feld. Also auch da Positionswechsel. Ist wahrscheinlich jetzt einfach nach mittlerweile, wie viel haben wir gespielt? Über 75 Minuten einfach müde gelaufen. Und wird jetzt dadurch Tim Knetsch auf seiner Position ersetzt. Gerade gibt es erstmal wieder Einwurf für Essen auf Höhe der Trainerbänke auf der linken Seite. Allerdings schaffen es die Uerdinger dann da den Ball so abzuschirmen nach der verunglückten Ballannahme von Essener, dass die Kirchner wiederum im Ballbesitz sind. Jetzt auf der linken Seite hat Achenbach das Leder. Schickt da den frischen Knetsch allerdings zu ungenau. Somit Essen wieder im Ballbesitz. Aber die war richtig gut. Jetzt direkt Balleroberung. Kubo versucht dann das Spiel ganz, ganz schnell zu machen mit Abel. Aber da sind sie selber sich im Weg. Schade, da hätte auch wieder mehr raus passieren können. Jetzt dafür die Essener wieder im Konterangriff. Spielen den Ball hoch und weit auf die linke Seite. Ach, das ist viel zu ungenau. Kein Problem da. Da braucht gar kein Uerdinger mehr hinterherlaufen. Der geht da 10 Meter bevor ein Essener da ist, ins Aus. Und ich höre gerade, dass etwas mehr als 3000 Zuschauer es hier ins Stadion geschafft haben. Ich habe gerade durch die Fankurve leider die exakte Stadion, die Zuschauerzahl nicht hören können. Aber wie gesagt, etwas mehr als 3000 Zuschauer, die heute hier sind. Wie gesagt, etwas um die 1000 Essener und dann dementsprechend etwas um die 2000 Uerdinger haben wir heute den Weg ins Stadion gefunden und kommen auf jeden Fall voll auf ihre Kosten. Es ist ein sehr, sehr schöner Pokalfight hier. Und wie gesagt, aktuell, wenn das Ergebnis so bleibt, haben wir hier sogar noch einen Zuschlag von mindestens 30 Minuten vor uns.
Aber warten wir erstmal ab. Noch sind ja regulär 17 Minuten zu spielen. Jetzt gerade Spielunterbrechung waren Drevina, der da im Mittelfeld und am Mittelkreis dann Essen zu Boden bringt. So ein Freistoß für Rufers Essen. Wir versuchen jetzt über die rechte Seite das Leder Richtung Strafraum zu spielen, aber Ball wird geblockt. Abpraller kriegen die zurück. Jetzt versuchen sie es über die rechte Seite. Ist ein Essener recht frei durchkommt bis zur Grundlinie, bringt das Leder hoch herein. Ableger für Behrens, der schießt aber dann an Oeding an. Und dann, das ist natürlich überhastet. Da versucht Abel das Spiel ganz, ganz schnell zu machen. Will da Kubo schicken, aber erstmal war das viel zu hart und Kubo war auch gar nicht gestartet. Und somit leichtfertiger Ballverlust. Essen wieder am Ball auf der rechten Seite. Und Achenbach kommt dann noch an das Leder ran, also bevor da wieder der Ball Richtung Mundlinie durchgeht. Aber schafft es dann nur zum Einwurf zu klären. Jetzt war es wohl doch noch ein Foul. Also der Linienrichter und Schiedsrichter sind sich heute nicht besonders einig. Es gibt Freistoß und nicht Einwurf. Also Freistoß für Rot-Weiß Essen. Ball kommt hoch in den Strafraum hinein. Schwab kommt raus und klatscht den Ball 18 Meter gerade vor das Tor, wo drei Essener stehen. Aber die können daraus nichts machen. Oerdinger direkt wieder da. Und jetzt die Oerdinger. Könnten jetzt einen schnellen Konter starten. Auf der rechten Seite ist da Pagano durch und dann auf Abel zu. Ungenaues Abspiel und dann kommt letztlich ein Essener da dran und klärt den Ball zu seinem eigenen Torwart zurück. Allerdings der Befreiungsschlag vom Torwart landet wieder bei den Oerdingern. Da hat jetzt Tim Knetsch den Ball. Versucht da Pagano oder Abel zu schicken. Man kann es nicht genau sehen, der Ball zu schlecht gespielt. Und somit leider dann wieder Ballbesitz für Rot-Weiß Essen. Die haben den Ball jetzt auf der rechten Seite. Spielen ihn wieder hoch nach vorne. Verlängerung. Aber dann sind die Oerdinger wieder im Ballbesitz, also das bei den Essenern in der zweiten Halbzeit funktioniert auch gar nicht. Hoher Ball, da wird wieder Pagano geschickt, der sich da gegen zwei behaupten soll. Abpraller bekommt Kubo. Kubo sieht jetzt da in der Mitte, dass Abel gestartet ist, versucht ihn anzuspielen, gelingt ihm nicht, versucht dann nochmal zu verzögern und dann haben die Essener den Ball auf der linken Seite. Versuchen jetzt da wiederum ein Flügelspiel zu initiieren. Die Oerdinger sind aber sofort da, können klären und letztlich ist dann Gerstmann, der dann da auf Sicherheit erstmal ins Ausspielt. Wir haben uns gerade nochmal nachgefragt. Also wir haben 3.132 Zuschauer hier heute in der Grotenburg, die sich das Spiel hier anschauen können. Jetzt nächste schöne Balleroberung. Das KFC. Und ganz ehrlich, fieses Foul an Kubo. Der wäre da frei. Also der hätte... Tim Knetsch hatte da die schnelle Balleroberung. Passt auf Kubo, um Doppelpass zu initiieren und dann durchzustarten. Da wird Kubo umgegrätscht. Ja, dann gibt es Freischuss für den KFC. Der wird schnell ausgeführt, aber dann hat Essen wieder das Leder. Schade, da hätte wieder mehr raus entstehen können. Essen hat jetzt da in der Mitte wieder den Ball. Hebt den Ball da in den Strafraum rein und der ist komplett blank, der Essener. Kann das Leder aber nicht kontrollieren. Somit Glück für den KFC. Aber den Ball verlieren sie sofort wieder. Jetzt muss es aufpassen. Die Oerdinger da hinten sind gerade ein bisschen wüst. Also da stimmt die Zuordnung überhaupt nicht mehr. Können jetzt gerade noch das Leder zum Eckball lenken, bevor da noch mehr Chaos bei rumkommt. Oh, Schrecksekunde, das ist ein Essener mit einem hohen Ball, der da ziemlich lang unterwegs ist. 8-9 Meter vorm Strafraum, frei vorm Tor, aber kriegt er nicht unter Kontrolle. Glück für den KFC, Glück für Schwabke, das hätte richtig, richtig eng werden können. Oh, jetzt erstmal Eckball von rechts für die Essener. Ball kommt hoch in den Strafraum hinein. Schwabke bleibt auf der Linie und der Kopfball geht einen knappen Meter übers Tor. Da waren die Essener wieder sprungstärker, aber treffen das Tor nicht. Somit Abstoß für den KFC. Also langsam bricht hier die Schlussphase an, sind noch 7-8 Minuten regulär zu spielen, steht weiterhin 1-1 in der ausgeglichenen Partie. In der zweiten Halbzeit der KFC von den Chancen her einen leichten Plus, wobei gerade jetzt hier diese Doppelchance, erst die Flanke, die sie nicht kontrollieren konnten und dann der Eckball hat erst natürlich in Chancen auch wieder aufgeholt. Also insgesamt eine recht ausgeglichene Partie, das 1-1 geht völlig in Ordnung. Ich kann es nur wieder wiederholen. Oeding ist ja eigentlich eine Klasse tiefer, davon sieht man hier überhaupt nichts heute. Also es ist ein Spiel auf komplettem Augenniveau, auf einem Niveau, auf einem Augenlevel.
Und die Uerdinger machen das hier richtig gut. Bis jetzt auch konditionell hier kein Abfall bei den Uerdingern. Trainieren ja mehrmals die Woche, wie auch Rot-Weiß Essen. Insofern kann man da auch hoffen, dass dies von der Kondition her hier das nicht spielentscheidend ist, dass beide Mannschaften ja gleich gut über die 90 oder vielleicht auch über die 120 Minuten marschieren können. Jetzt die Uerdinger auf der linken Seite mit Knetsche im Ballbesitz, der bricht aber abzieht Richtung Mitte, wo Trevina das den Ball jetzt hat. Verlagert das Spiel nach rechts zu Gerstmann. Der sieht da vorne den startenden Abel, der da gehalten wird und niedergerissen wird. Der hakt sich dann auch beim Essener ein. Ja, Abel geht halt zu Boden. Beide haben sich gegenseitig behakt und es gibt Freistoß für Rot-Weiß Essen. Ja, hätte man auch einfach laufen lassen können, aber gut. Jetzt die Essener erstmal wieder im Ballbesitz in der eigenen Hälfte über rechts. Passen sich da der Rechtsverteidiger, rechts mit dem Spiel, dass jeder hin und her kein Durchkommen. Somit Spielverlagerung über die beiden Innenverteidiger nach links. Der Ball geht jetzt da zwischen den beiden Innenverteidigern und dem defensiven Spieler, der hat sich zwar zurückfallen lassen, hin und her. Jetzt auf den rechten Flügel, da hat sich Achenbach ausspielen lassen, aber Techway hat da gut aufgepasst und klärt mit einer Grätsche zum Einwurf. Wird schnell ausgeführt. Die Ersten sind auf der rechten Seite immer noch im Ballbesitz, kommen fast bis zur Grundlinie durch. Dann kann Uerdinger immerhin die Flanke verhindern und nächster Eckball von rechts für Rot-Weiß Essen. Es sind noch regulär gut 5 Minuten zu spielen. Eine Ecke von rechts. Die Essen-Fans machen jetzt auch nochmal richtig Stimmung da drüben. Ball ist jetzt bei ihnen da an der Eckfahne. Spieler macht sich bereit, hebt die Hand, läuft an und Ball kommt hoch herein. Aber diesmal sind die Uerdinger da. Kann rausköpfen, köpft dabei aber leider den eigenen Mann an und somit nächste Ecke für Rot-Weiß Essen wieder von der rechten Seite. Eieiei. Hoffen wir mal, dass jetzt hier nicht in den letzten 5 Minuten noch ein Gegentor uns eingenetzt wird. Das wäre ziemlich fatal. Da wird es in der Tat recht schwierig. Aber jetzt erstmal, man muss ja hier nicht direkt den Teufel an die Wand malen. Also, nächster Eckball. Und jetzt ist nochmal kurz unterbrechen und da ist ein Uerdinger zu Boden gegangen, weil die Essener und Uerdinger schon ziemlich viel durch die Gegend laufen. Schiedsrichter redet da gerade nochmal kurz mit dem Essener, aber jetzt nichts Schlimmeres. Also, Schiedsrichter gibt den Ball wieder frei. Der Essener läuft an und schlägt den Ball wieder hoch herein. Aber die Uerdinger wieder da, köpfen den Ball aus dem 16er heraus, versuchen dann Konter zu starten, allerdings kriegen sie es leider nicht. Essener hat den Ball, flankt ihn wieder in den Strafraum hinein, den Abpraller kriegt ein Essener, aber da war der Rot-Weiße, also ganz Rote sind sie ja heute im Abseits und somit Ball für den KFC, etwa für der Strafraumgrenze. Schwabke hat sich jetzt das Leder da geschnappt, geht ein paar Schritte zurück, wird also hoch nach vorne spielen. Wieder Richtung Kubo, der springt hoch, kann aber das Kopfballduell leider nicht gewinnen. Allerdings den Abpraller bekommt Achenbach, der schlägt ihn nach vorne, wieder Richtung Kubo. Gewinnt wieder das Kopfballduell nicht und somit Essen wieder im Ballbesitz. Aber ach, viel zu ungenau, da ist gar kein Essener. Achenbach hat alle Zeit der Welt, kann das jeder kontrollieren. Spielt ihn jetzt wieder nach vorne Richtung Tim Knetsch. Aber auch er schafft es nicht, an den Ball zu kommen. Und versucht dann da noch mit einem Zweikampf sich irgendwie den Ball zu holen. Aber der Schiedsrichter Wollenweber hat dann Foul gesehen. Auch zu Recht pfeift er da ab. Und somit Freistoß für Rot-Weiß Essen in ihrer eigenen Hälfte. Wird direkt ausgeführt, kurz. Dann versuchen sie nach zwei, drei Kurzpässen den Ball auf dem rechten Flügel wieder rauszuspielen. Es sind aber direkt zwei Uerdinger da, die da den Essener stellen. Der muss warten, abbrechen, legt dann zurück und dann ist der Ball auch weg. Die Uerdinger wieder im Ballbesitz. Versuchen jetzt wieder einen Konter zu starten auf Pagano, aber das war viel zu ungenau gespielt. Da geht der Ball ins Aus. Und somit Einwurf für Rot-Weiß Essen tief in ihrer eigenen Hälfte drin. Und auch die Essener, die machen jetzt hier nicht mehr die letzte Bestrebung, hier nochmal alles zu riskieren, versuchen hier in den 90 Minuten da das Tor zu erzielen. Also ich muss sagen, es sieht aus, als wenn wir hier die Extrazeit bekommen, als wenn dieser schöne Pokalfight hier noch eine halbe Stunde länger dauert, Minimum. Bei Essen jetzt auch die erste Kurve konzentriert hat, hier völlig ohne Bedrängnis haut er da den Ball ins Aus. Also wie gesagt, ich will ja nicht zu früh die Messe lesen. Aber das sieht doch sehr, sehr stark nach Verlängerung aus.
jetzt erstmal die Öninger mit Einwurf an der Mittellinie. Gerstmann hat dann den Ball, wirft ihn nach vorne, aber die Essener bekommen den Abpraller. Allerdings erobert Farian da im Liegen. Schön gegen zwei, setzt er sich da durch. Bagano wird als Sparringspartner genutzt für einen schönen Doppelpass. Allerdings kommt er dann nicht mehr bei seinem Mitspieler an. Aber immerhin gibt es wieder Einwurf für den KFC. Die Essener schaffen es da nicht, sich spielerisch zu lösen, sondern hauen ihn da ins Sein aus. Gerstmann wieder mit dem Einwurf. Wieder auf die rechte Seite, versucht da zur Arbeit zu werfen. Das misslingt aber. Allerdings der Befreiungsschlag der Essener. Eigentlich wollte ich schon sagen, scheitert. Allerdings springt Rebina unterm Ball durch. Dann ist aber noch Knetsch da, der aufpasst und sich den Ball schnappt, bevor da ein Essener-Konter initiiert werden kann. Jetzt spielen sie den Ball zu ihrem eigenen Torwart zurück. Das bringt damit in Bedrängnis, weil Achmach, der immer noch vorne rumläuft, da auf den Torwart Druck ausübt. Aber leider ohne Folgen. Weiterhin 1-1 und auch ein Torschuss konnte dabei nicht rumkommen. Die Oerdinger jetzt in der defensiven Ballbesitz. Da ist hinten Tim Knetsch, der seinen Kapitän vertritt, der jetzt langsam wieder zurückläuft. Ja, mittlerweile ist die reguläre Spielzeit abgelaufen. Kubo hat jetzt dann nochmal im Mittelfeld den Ball erobert, wird dann gefoult, also hebt da ein bisschen ab, versucht halt nicht getroffen zu werden. Schiedsrichter hat da keinen Foul gesehen, so mit Einwurf für Rot-Weiß Essen. Also wie gesagt, die reguläre Spielzeit ist vorbei. Schiedsrichter hat noch keine Nachspielzeit angezeigt, aber das sieht so aus, als wenn wir hier noch eine kleine Zusatzzeit kriegen. Essen jetzt gerade in der Innenverteidigung mit dem Ball, schieben ihn da hin und her. Und der Oerdinger machen weiter Druck. Fast kommt da Pagano an den Ball. Jetzt Essen nochmal über die linke Seite, aber Pagano, oh, der macht hier Meter um Meter heute. Rennt da zurück und schnappt sich das Leder. Kann ihn aber leider nicht mehr vor dem Einwurf holen. Und oh, das habe ich aber auch anders gesehen, muss ich sagen. Also ich hätte gesagt, Einwurf rot was Essen, aber geben wir dem Schiedsrichter doch gerne recht. Einwurf für unsere Blau-Roten. Ausgeführt von Gerstmann zu Elgut. Der versucht da Abeln Zähne zu setzen. Das schafft er aber auch nicht. So mit Einwurf für Rot was Essen aus deren Hälfte. Und ja, wie gesagt, die reguläre Spielzeit ist vorbei. Das Stadion steht, honoriert hier die starke Leistung des KFC, die ja eine Klasse tiefer spielen hier mit stehendem Applaus, mit stehenden Ovationen. KFC hat sich sehr gut geschlagen hier. Und wie gesagt, das wird jetzt hier jede Sekunde Schluss sein. Und dann haben wir eine kurze Pause und dann geht's in die Verlängerung hier gegen die Gäste aus dem Ruhrgebiet. Essen hat jetzt hier in der eigenen Verteidigung Ball, schlägt jetzt nochmal hoch nach vorne, da kriegen die Oerdinger den Ball aber sofort. Farian versucht das Spiel nochmal ganz, ganz schnell zu machen Richtung Kubo, aber viel zu umplatziert, hat Kubo keine Chance an den Ball zu kommen. Essen jetzt nochmal auf der rechten Seite, hat er den Ball, hat jetzt die Mittellinie überschritten, dreht dann aber ab, weil keiner mehr anspielbereit ist, dann ist Oerdinger da und klärt zum Einwurf etwa auf Höhe der Mittellinie. Der Schiedsrichter schaut schon auf seine Uhr. Jetzt lassen die Essener sich beim Einwurf auch nochmal ein bisschen Zeit. Und dann versuchen sie nochmal über die rechte Seite. Oerdinger an beiden ist dann wieder dazwischen. Wieder Einwurf und dann haben die Oerdinger jetzt endgültig das Leder. Schlagen ihn nach vorne. Schiedsrichter nimmt die Pfeife in den Mund. Und das war's. Die 90 Minuten, sie sind um. Und das bedeutet Nachspielzeit, Bonus, Verlängerung. Wir haben also noch 30 spannende Minuten hier vor uns. Wenn ich mir so die Gesichter der Spieler anschaue, ja, sie sind auf jeden Fall erschöpft, aber sie haben sich auf jeden Fall, sind noch nicht an ihrer Leistungsgrenze, sie schleppen sich hier noch nicht übers Feld, sie sind immer noch hier richtig gut in Form, pushen sich auch hier gerade nochmal gegenseitig ein paar. Ah, ich weiß nicht, wie es euch hier zu Hause geht, ob ihr langsam mittlerweile hier ein bisschen genervt seid, dachtet, ihr könntet vielleicht das Spiel schön beim Kaffee hören. Wollt jetzt vielleicht nochmal irgendwas anderes machen, nochmal irgendwo hinfahren oder so an so einem schönen Sonntag, sonnigen Sonntagnachmittag. Aber ganz ehrlich, was gibt's Schöneres, als nochmal hier Pokalfieber weiterzuhaben, noch eine schöne Runde, nochmal 30 Minuten Verlängerung. Wie gesagt, es gibt jetzt hier nochmal eine kurze Pause, wo die Spieler nochmal ein bisschen was trinken können, ein paar vielleicht auch schon mal massiert werden. Ich sehe gerade einen Essener Innenverteidiger, ist, wenn ich das richtig sehe, ist es Tolga Kokosan, der da gerade noch mal ein bisschen behandelt wird. Boris nutzt gerade die Zeit, um noch mal hier ein bisschen mit seinen Spielern zu sprechen. Bin mal gespannt. Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass wir hier jetzt noch mal zu Beginn der Verlängerung noch mal eine Auswechslung sehen. Oerdinger kann ja noch mal wechseln. Ansonsten
bleibt mir vielleicht mal ein Blick zu gucken, wie es auf den anderen Plätzen so steht. Das schauen wir doch sofort mal nach. Also wie gesagt, ich hatte ja schon gesagt, die Spiele, Wuppertal hatte sich souverän durchgesetzt mit 6:0. Schwafel mit 1:0 gegen Greif verloren und Kapellenerft, das Spiel wurde für Kapellenerft 2:0 gewertet. Auf den anderen Plätzen haben wir jetzt auch die ersten Endergebnisse. Und zwar hat Germania Rating 3:0 in Homberg gewonnen. Die Spielvereinigung stärkt gerade gegen Hilden. Da steht es steht's auch 1:1, das heißt also, da geht es auch in die Verlängerung. Remscheid hat 3:0 gegen Amann gewonnen. Und auch in der Verlängerung, also kurz vor Schluss, ist das Spiel des ersten FC Bocholt. Die führen 5:0 gegen Düsseldorf West, also auch da eine klare Sache. Turu führt auch jetzt kurz vor Schluss 1:0 beim VDS 1920 Liebenheim. Noch eine halbe Stunde zu spielen ist bei Büderich gegen Meerbusch. Da führt Meerbusch 2:0. Und gerade in der Halbzeitpause ist das Spiel Rot-Weiß Essen gegen den Duisburger SV 1900. Da steht es für Oberhausen 3:2. Tun sich also da gegen den Klassenschwereren auch sehr, sehr schwer. Bei den anderen Spielen muss ich leider auch dann wieder auf die Nachberichterstattung verweisen. Die Essener sind jetzt schon wieder auf dem Feld. Die Oerdinger stimmen sich da unten gerade nochmal ein, werden noch von den Fans nochmal beklatscht und bejubelt. Also wie gesagt, sie haben sich hier sehr, sehr gut verkauft. Also dass es hier in die Verlängerung geht, ist vollkommen verdient. Der Schiedsrichter gespannt ist auch schon wieder am Mittelkreis. Also in wenigen Sekunden geht es dann hier auch wieder los. Ich sehe gerade noch ein, zwei Oerdinger sitzen da noch draußen und trinken was. Ich weiß gar nicht, ich sehe da Pagano sitzt da jetzt noch. Ich weiß nicht, ob er ausgewechselt wurde. Nee, der hat sich nur noch mal hingesetzt, noch mal eine Minute Ruhe gegönnt. Jetzt hat er sich wieder sein Haarnetz angezogen, sein Haargummi. Und hat das Feld wieder betreten. Jetzt ist gerade Achenbach wieder mit Bayer vorne und lotet aus, wer wieder wo spielt. Und die Oerdinger spielen, wie jetzt auch in der ersten Halbzeit von rechts nach links. Und Essen dann wiederum logischerweise von links nach rechts. Essen wird Anschluss haben in der zweiten Halbzeit, in der ersten Halbzeit der Verlängerung. Und ja, wie gesagt, freuen wir uns auf weitere 30 Minuten Niederrhein-Pokal jetzt zwischen Rot-Weiß Essen und dem KFC Oerdinger. Schiedsrichter Markus Wollenweber hat die Pfeife wieder im Mund, guckt, dass auf allen Seiten wieder 11 Spieler vorhanden sind, pfeift die Partie an. Damit gehen wir in die nächsten 30 Minuten. Und direkt die Oerdinger wieder voll da, gehen da wieder in ein Passspiel rein. Einwurf für Rot-Weiß Essen auf Höhe der Mittellinie hier vor unserer Haupttribüne. Führen sie nicht schnell aus, sondern dirigieren erstmal. Ihre Mannschaft kommt dann hoch auf die rechte Seite. Der Essener bekommt dann das Leder an den Ball. Allerdings geht er dann auch ins Ausschiedsrichter. Ich weiß gar nicht, ob er es gesehen hat, gar nicht gesehen hat, aber auch ohne Folgen. Einwurf für den KFC. Achenbach hat das Leder in der Hand und wirft den Ball jetzt dann nach vorne zu Kubo. Der kommt aber nicht an den Ball gegen drei Essener. Die schlagen den dann aber auch wieder nur nach vorne. Kleine Unstimmigkeiten zwischen Achenbach und Techway, wer da jetzt zum Kopfball hochgeht, aber im Endeffekt können sie das Leder klären. Elgut hat da den Ball. Will da dann nach vorne schlagen, das liegt ihm aber ein bisschen, der Ball geht den Seiten aus und somit Einwurf für Rot-Weiß Essen. Der wird sofort ausgeführt, jetzt in der Innenverteidigung der Essener, dann geht es wieder auf die linke Seite, aber auch da ist wieder Pagano dazwischen. Blockt da den Passweg und somit gibt es er blockt ihn mit der Hand auch, aber unabsichtlich, sondern Freistoß. Wir essen auch wieder schnell ausgeführt und Spielverlagerung auf die rechte Seite. Und dann wird Knetsch da, geht da zu Boden, aber Schiedsrichter sagt weiterspielen. Die Essener jetzt da in der Mitte im Ballbesitz. Und dann, oh, da war links ganz, ganz viel frei, aber rutscht da beim Pass ein bisschen aus, somit Oerding im Ballbesitz. Auf der rechten Seite ist Pagano, spielt den Ball jetzt in die Mitte zu Farian, der erobert sich das Leder auch zurück, weil der Abpraller ging an die Essener im Kopfball-Duell. Und dann wird Farian gefault. Gerade so in der Hälfte von Rot-Weiß Essen und somit Freistoß für den KFC. Da wollte Abel den ganz, ganz schnell ausführen, aber Schiedsrichter Wollenweber hat das Leder noch nicht wieder freigegeben.
Also Freistoß für Oehling auf der rechten Seite, 2-3 Meter drin in der Hälfte von Rot-Weiß Essen. Wird ausgeführt, ein hoher Ball auf die andere Seite zu Techray. Der köpft den Ball weiter in die Mitte, den wird er weiter abgeleitet zu Kubo. Der wird dann geschickt, Kubo kann sich durchsetzen, allerdings sein Schuss sehr weit weg vom Tor, keine gute Schussposition, geht dann 5-6 Meter schon neben das Tor. So mit Abschluss für Rot-Weiß Essen. Heller legt sich da den Ball zurecht. Geht ein paar Schritte zurück. Zeigt gerade, Leute, ich will den Ball hoch nach vorne spielen. Bewegt euch ruhig ein paar Meter weiter nach vorne. Läuft jetzt an und schlägt ihn dann auch ab. Auf die rechte Seite. Da kommt dann Knetsch ins Kopf. Duell verliert das. Aber der Abpraller landet bei Achenbach. Es passt nach vorne. Wird aber zunächst abgefangen. Dann die Oehling aber wieder am Ballbesitz. Knetsch im Fallen. Spielt er an. Pagano ist jetzt in der Mitte. Hat er da den Ball. Muss jetzt warten, weil kein Mitspieler da ist. Wollte da auf Kubo passen, es misslingt aber immer noch, aber Pagano im Ballbesitz, rennt er seinem eigenen Pass hinterher, passt den Ball raus zu Pagano auf die rechte Seite. Er spielt ihn hoch rein, da ist aber leider nur Knetsch, der jetzt leider nicht der allergrößte ist und er verliert dann auch prompt das Kopfballduell und Rot-Weiß Essen ist wieder im Ballbesitz. Hat jetzt mal in der Mitte, muss jetzt da mit einem kurzen Pass in der Mitte durchspielen, aber da stehen natürlich Techray und Elgin. Somit Ballbesitz für den KFC Achenbach. Auf der linken Seite hat er den Ball, schaut sich um, wen er anspielen kann. Und will da durch die Gasse auf Kubo spielen. Das gelingt auch Kubo. Dringt in den Strafraum ein. Jetzt rennt er wieder raus. Ist ziemlich zentral an der 16-Meter-Linie. Flankt, er geht jetzt raus. Passt den Ball zu Pagano. Der zieht einfach mal ab von der rechten Strafraumgrenze. Halbrechte Position. Schuss wird abgeblockt. Und somit Eckball für den KFC Oehling von rechts. Also mit den Essener Fans im Rücken darf Pagano jetzt die Ecke treten. Pagano nimmt sehr, sehr viel Anlauf, stellt sich dazwischen die Ordner, die da aufpassen, dass die Essener da nichts randalieren. Ecke kommt hoch herein. Aber da ist leider kein Roninger, da sind nur 4-5 Essener, wo der Ball hingeht und somit wird der Ball geklärt, aber Einwurf für den KFC. Pagano schnappt sich den Ball, wird schnell ausgeführt und an der rechten Grundlinie haben wir jetzt den Ball. Havel war es, versucht dann da gegen zwei den Ball nicht zu behaupten, nutzt dann da unfair seine Hände, drückt dann den Gegner ein bisschen wegzuholen. Und somit gibt es Freistoß für unsere Gäste aus Essen. Jetzt die Essener im Ballbesitz, sind jetzt wieder in der Hälfte des KFC auf der rechten Seite. Wird wieder versucht, Malcolm Oliver Luther zu schicken. Das gelingt aber nicht, Ball ist zu weit. Geht ins Aus und somit Einwurf für den KFC und Timo Achenbach hat sich den Ball geschnappt und möchte den dann jetzt einwerfen. Bringt den Ball Richtung Knetsch, der wieder das Kopfballduell verliert. Also meiner Meinung nach ist es nicht sonderlich sinnvoll, da dauernd mit hohen Sachen, also wo man ein Kopfballduell muss, da Knetsch zu suchen. Das ist, glaube ich, der kleinste Spieler auf dem Platz, aber gut. Jetzt erstmal der nächste Einwurf zu Kubo, der sich da durchsetzt, den Ball behaupten kann. Pass zu Achenbach, der spielt weit nach vorne. Zu Abel sollte der, glaube ich, gehen, aber da hat er keine Chance dran zu kommen. Das sind zwei, drei Essener, die da zwei Köpfe größer sind, da hat er keine Chance. Gegen die Essener wiederum versuchen das Spiel auch wieder schnell zu machen. Erster Versuch misslingt, allerdings mit der zweiten Welle kommen sie jetzt über die linke Seite. Aber auch da wird der Pass abgefangen vom Gerstmann und somit Einwurf für den KFC Oehlingen. In der Oehlinger Hälfte für Rot-Weiß Essen. Die den jetzt auch sofort ausführen, dann versuchen sie es einfach mal mit. Ja, fragen sie mich was Leichteres, ob das jetzt ein Schuss oder eine Flanke, weil der Ball geht auf jeden Fall in Seiten aus und somit Einwurf von der anderen Seite für den KFC Oehlingen. Also wollte er mal, ich würde mal sagen, aus 18 Metern linke Position ab. Ich hätte jetzt spontan gesagt, dass es ein Schuss war, aber. Für den Schuss war der noch sehr, sehr schwach und sehr, sehr, sehr weit daneben. So kann ich auf jeden Fall tauchen, dass es eine Flanke war. Egal, KFC ist im Ballbesitz. Die Mittellinie verliert ihn dann aber wieder bei dem hohen Pass, wo Kubo sich gegen die großgewachsenen zentralen Spieler da von Rot-Weiß Essen nicht durchsetzen kann. Also die Lufthoheit, das ist eigentlich so ein Problem hier, weil die Oehlinger deutlich kleiner sind als die Essener. Nur beim Eckball, beim Freistoß, da ist Kubo, wenn er springt, genauso hoch wie die Essener und dann stand er richtig gut. Die Essener waren zu weit weg. Und so kam es dann eben zum 1-0. Jetzt aber erstmal wieder Einwurf für den KFC. Durch Achenbach auf Kubo, der will verlängern zu Abel.
Das gelingt aber nicht. Somit die Essener jetzt im Ballbesitz beim Torwart bei Heller. Der bringt den Ball auf die linke Seite. Auf der linken Seite versuchen die Essener jetzt den Ball nach vorne zu spielen. Die entscheiden sich doch anders, brechen jetzt ab, ziehen jetzt selber in die Mitte rein. Und dann kommt der Flügelwechsel auf die rechte Seite zu Oliver Luther, der den Ball dann wiederum auch mit einem Pass in die Mitte da wieder das Tempo rausnimmt. Und Oerdinger liegt da am Mittelkreis auf dem Boden verletzt. Das haben es die Essener auch gesehen, spielen den Ball raus. Ich schau gerade, wer das sein könnte. Tja, ich glaube, es ist Trevina. Ja, es ist Trevina, der da einen Schlag abbekommen hat und kurz am Boden liegt. Aber nichts Schlimmeres, steht auch schon wieder. Hat da irgendwie einen Schlag gegen den Kopf bekommen und ist deswegen zu Boden gegangen. Jetzt mittlerweile hat der Schiedsrichter dann auch Zähler wieder zu Essen gegeben. Die machen aber kein Fair Play, sondern passen mit dem Ball in den eigenen Reihen hin und her, bauen also jetzt den eigenen Angriff wieder auf. Was heißt Fair Play? Sie waren ja auch mit dem Ball, das ist Quatsch. Ich habe schon so viel Negatives jetzt über Rot-Weiß Essen und die Fans hier gesagt, da brauche ich ja nicht noch künstlich noch irgendwas da hinzudichten. Essen war ja vorher ein Ball, insofern ist das natürlich völlig brechend, dass sie ihn natürlich dann auch nicht zurückspielen, nur weil sie für Oerdinger ins Auslegen. Also Essen jetzt auf der linken Seite, wieder fast vorm Strafraum. Jetzt kommt wieder der hohe Ball auf die rechte Seite zu Oliver Luther, der dann versucht, den Sleder hoch reinzubringen, aber Achenbach ist da, blockt den Flankenversuch ab und somit Eckball von rechts für Rot-Weiß Essen. Der Kapitän Bayer das Leder zurecht, bringt ihn hoch herein und wieder ist ein Essener da. Ach, der Essener ist vollkommen frei und köpft da das Leder ohne Probleme links unten ein und damit führt Rot-Weiß Essen mit 2:1. Wieder durch eine Ecke, wieder da auf die rechte Seite vor unserer Osttribüne. Eckball kommt hoch herein, wieder steht da der Essener komplett blank und hat da keine Mühe zum 2:1 Führungstreffer einzuköpfen. War jetzt übrigens der Treffer ist in der 99. Minute gefallen, haben also jetzt noch 6 Minuten in der ersten Halbzeit der Verlängerung, bevor dann hier der Seitenwechsel stattfindet. Also insgesamt noch 21 Minuten reguläre Spielzeit, um hier nochmal den Ausgleich zu erzielen. Aber es wird natürlich jetzt, wo auch die Kräfte natürlich ein bisschen geringer werden, nicht unbedingt einfacher. Mal schauen, wie die Oerdinger mit diesem erneuten Rückstand umgehen. Essen hat sich jetzt gerade nach dem Anschluss schon den Ball auf der rechten Seite erobert. Jetzt ist rechten Seite wieder ein Essener durch, hat da viel, viel Zeit. Versucht dann da zu passen, das haben wir richtig schlecht gemacht. Techway ist da, hat sich das Leder erobert. Achenbach auf der linken Seite hat jetzt den Ball, will nach vorne schlagen, aber Pass wird abgeblockt. Und beim KFC kommt jetzt der letzte Wechsel. Kai Schmidt kommt da für Abel. Abel hat ziemlich viel gemacht, ist ziemlich viel gelaufen. Wahrscheinlich einfach auch tot gelaufen. Wird jetzt ausgewechselt und damit hat Kai Schmidt, unser Neuzugang von Bremen 3, jetzt nochmal die Chance, sich hier in 20 Minuten zu zeigen. War ja im ersten Pokalspiel gegen Bocken gleich 5-mal erfolgreich. Vielleicht schafft es ja jetzt hier auch nochmal, sich zu präsentieren und ein Tor zu erzielen. Ich würde es ihm wünschen. Nicht nur für ihn persönlich, sondern natürlich auch für uns. Allerdings jetzt erstmal nochmal versuchen, über die rechte Seite da bei Kuro durchzukommen. Aber Abschluss für den KFC. Übrigens, Schmidt ordnet sich jetzt auch im Sturmzentrum ein. Kuro geht nach links. Oder nein, noch nicht. Ich ordne das noch nicht so hundertprozentig da. Also
Scheinbar übernimmt Schmidt die Position von Abel und Kuhn und bleibt noch weiter vorne. Aber jetzt erstmal die Essener wieder auf der rechten Seite im Ballbesitz. Schaffen es aber nicht durchzukommen. Achmach hat dann den Ball an der fast an der eigenen Eckfahne, passt ihn zu Techray. Techray spielt den Ball zu Drevina, der wieder zu Achenbach. Achenbach schlägt ihn jetzt nach vorne. Kuata den Ball in Ablegen zu Knetsch, aber er war zu steil gespielt, da kommt Knetsch leider nicht dran und somit Einwurf etwa von der Mittellinie für Rot-Weiß Essen. Dann wird er noch ausgeführt auf der rechten Seite. Allerdings sperrt der Essener da sehr intensiv weg. Sperrt dann auch den Ball, legt sich dann erneut wieder mit einem KFC-Spieler an. Und jetzt sieht Bayer dann auch nach dem fünften Mal, wo er so eine Nicklichkeit macht, endlich auch mal gelb. Zu Recht mittlerweile, also der war jetzt bei jeder dieser Szenen da beteiligt. Hat es mehr als verdient, jetzt auch mal dafür endlich auch mal die gelbe Karte zu kriegen. Ansonsten Freistoß für den KFC Uerdingen. Schwabke rennt da zum Ball. Und will ihn hoch nach vorne treten. Ball ist freigegeben, bringt den Ball hoch nach vorne. Kubo versucht damit Kopf dran zu kommen, schafft das auch allerdings. Schmidt dann nicht das Leder von ihm, die Weitergabe zu kontrollieren. Essen schlägt ihn aber auch nur unkontrolliert nach vorne. Elgut und Techway können den Ball da zusammen zu einer Kontrolle bringen. Der Schuss nach vorne, die Flanke nach vorne landet aber im Seitenaus und somit Einwurf für Rot-Weiß Essen. Naja. Bin mal gespannt hier. Also die Uerdinger jetzt in der zweiten Hälfte hatten sie ja so eine Sturm-und-Drang-Phase. Ist jetzt durch das Gegentor auch ein bisschen wieder zum Erliegen gekommen. Haben jetzt nächste Unkonzentriertheit da von Trackray. Will den Ball nach vorne schlagen, rutscht ihm ab. Somit geht der Ball ins rechte Seiten aus. Und Einwurf für Rot-Weiß Essen. Weit in der Hälfte des KFC Uerdingen. Lassen sich da jetzt ziemlich viel Zeit, werfen ihn jetzt ein nach vorne, dann sind die Uerdinger wieder Ballbesitz, hauen ihn einfach nach vorne. Ach, und dann ist der Ball auch schön wieder weg. Und versucht Kai Schmidt ihn sich da irgendwie zu erobern, ist dabei aber dann unfair gegen seinen Gegenspieler und damit Freistoß für Rot-Weiß Essen wieder in der Hälfte vom KFC. Also, das sieht ja nicht gut aus, dass wir jetzt hier vor dem Seitenwechsel nochmal einen vernünftigen Angriff oder gar ein Tor vom KFC sehen. Und das Tor hat schon wirklich Eindruck hinterlassen im KFC. Und jetzt erstmal wieder der Freistoß von Rot-Weiß Essen. Flanke kommt hoch in den Strafraum. KFC-Abwehr kann aber klären. Spielt diesmal mal nicht überhastet nach vorne, sondern erstmal nach außen. Allerdings brauchen sie dann zu lange, sodass der Ball durch Bayer da zum Seitenaus geklärt werden kann. Einwurf wird schnell ausgeführt und dann wird wieder Bayer angeschossen. Also erneut Einwurf für den KFC Uerdingen, diesmal durch Achenbach. Versucht da wieder hoch auf Kubo zu werfen, der verliert aber die Kopfballduelle. Abpraller landet bei Farian. Der wird auf der rechten Seite Gersmann schicken, bekommt auch den Ball. Zieht durch auf den rechten Flügel, überläuft da seinen ersten Gegenspieler, den zweiten Gegenspieler, bleibt aber dann leicht hängen. Und drückt ihn dann leicht beiseite und somit gibt es Freistoß für Rot-Weiß Essen am eigenen Strafraum in der Nähe der Eckfahne. Die reguläre Verlängerung, also die reguläre Spielzeit der ersten Verlängerungshälfte läuft dann jetzt auch in wenigen Sekunden ab. Ich denke mal nicht, dass der Schiedsrichter da groß nachspielen lassen wird. Ne, so ist es. Also die erste Halbzeit der Verlängerung ist rum. Tja, Fazit dieser 15 Minuten. Beide Mannschaften waren zu Beginn gleichwertig, wie auch über die 90 Minuten. Dann kam erneut ein Eckball, wo die Zuteilung nicht perfekt gepasst hat. Da war dann der Essener wieder 4-5 Meter frei, gerade vorm Tor. Also da einer so frei stehen kann, frage ich mich echt. Also da hat die Zuordnung überhaupt nicht gepasst und somit konnten dann der Essener Stürmer da einfach locker einnicken zum 2-1. Und jetzt rennt natürlich die Uerdinger in der letzten Viertelstunde mit schon 105 Minuten plus Nachspielzeit in den Beinen da ihrem Rückstand hinterher. Sicherlich angenehmere und leichtere Aufgaben, die man haben könnte, zumal der KFC
über das Spiel hinweg insgesamt da auch ziemlich gute Torchancen hatte, um hier noch den einen oder anderen Treffer zu erzielen. Und nicht zuletzt bleibt da die Elfmeterszene noch aus den 90 Minuten, wo RWE Glück hat, dass sie da nicht gegen Elfmeter gegen sich kriegen, wo Abel da nach dem Pass von Pagano im Strafraum umgeklatscht wird. Naja, so bleibt es dann hier zu hoffen, dass die Oerdinger noch Kraftreserven haben. Schmidt ist ja zum Beispiel noch neu, dass vielleicht Kubo oder auch Knetsch, der noch nicht so lange drauf ist, dass sie noch alle noch für die letzte Viertelstunde noch mal Kraft haben, noch mal hier den einen Angriff starten können und vielleicht doch noch den Ausgleich schaffen. Wir dürfen gespannt sein, die Mannschaften sind schon wieder bereit. Schiedsrichter hat angepfiffen. Anschluss für den KFC, jetzt von links nach rechts in den Start in die letzten 15 Minuten dieses Pokalfights hier am Sonntagnachmittag. Oeding auf der linken Seite, haben sie den Ball, Knetsch führt da, behauptet ihn gegen zwei, drei Spieler, hat aber dann vorne keine Anspielstation, muss ihn zurückpassen. Jack Ray verlagert das Spiel auf die rechte Seite zu Pagano, der Ball kommt aber nicht ab, und Essener ist da, kann ihn ab rechtzeitig vor Pagano wegköpfen. Ball geht jetzt da hoch über zwei, drei Leute hin und her, letztlich landet er aber beim KFC zum Einwurf. Farian hat da den Ball, wirft ein zu Schmidt, den der Ball aber leicht wegspringt, allerdings weiter in den leicht wegspringt. Farian kommt da aber hin und holt dann gegen Essener, der starten wollte, den Freistoß raus. Halbrechte Position, aber auch weit über 30 Meter weg. Also direkt kann man da auch nichts machen, das wird wieder ein hoher Ball werden. Aber wenn ihr auch eben Rückstand durch eine Ecke, Ausgleich durch einen Freistoß, ich hätte nichts dagegen, wenn wir das genauso machen. Also hoher Ball von Achenbach in den Strafraum rein, aber so nicht. Da war kein Oerdinger und die Essener können klären. Jetzt muss Remina ganz schnell sein, verliert da das Laufduell. Aber kann immerhin noch zum Einwurf klären, bevor Rot-Weiß Essener jetzt im Konter über die rechte Seite starten kann. Die Essener, die haben es natürlich jetzt auch mal so gar nicht mehr eilig. Also es dauert sehr, sehr lange alles jetzt hier. Und Essen wechselt nochmal. Okay, Essen wechselt jetzt auch nochmal das dritte und damit dann auch letzte Mal. Und zwar kommt Marvin Stukruder, also nochmal ein Stürmer. Beziehungsweise, also Stürmer ist er nicht, Mittelfeldspieler, aber mit zusammen mit Bayer, bester Torjäger, der übrigens jetzt auch geht, gibt seine Kapitänsbinde weiter. Also der mit Gelb belastete und durch viele Nicklichkeiten und Dispute mit irgendwelchen Oerdingern aufgefallen. Der Kapitän der Essener verlässt jetzt das Feld. Die Essener bejubeln ihn. Die KFC-Fans pfeifen ihn aus. Wie so häufig. Ach, aber immerhin muss man ihm fairerweise gestehen, er macht jetzt hier nicht mega, mega langsam. Also er rennt hier schon oder trabt hier mit ordentlichem Schritt raus. Und jetzt hat er auch das Spielfeld verlassen. Stuckruder ordnet sich dann ganz vorne auch ein. Also jetzt gibt es keine Wechsel mehr. Diese 11 Spieler spielen jetzt hier die letzten 12 Minuten zu Ende und Einwurf für Rot-Weiß Essen. KFC kommt aber dazwischen, schlägt den Ball hoch nach vorne. Essener kommt da mit dem Kopf dran, haut ihn erstmal ins Seitenaus. So ein Einwurf für den KFC Oerdingen, aber noch in der eigenen Hälfte. Jetzt kommt Leute nochmal irgendwie einen Angriff nach vorne bringen, nochmal ein Tor machen, nochmal irgendwie einen Freischuss rausholen, gefährlich, einen Eckball. Irgendwas muss da doch noch jetzt gegen den Rot-Weiß Essen. Ein 2-2 nach 120 Minuten, das wäre eigentlich hier das verdiente Ergebnis und nicht eine 2-1-Niederlage. Da plagt ihr euch nach einer englischen Woche, plagen sie sich hier dann so ab, 120 Minuten, um dann hier auszuscheiden. Also, das wäre echt fies, muss nicht sein. Also, jetzt Kai Schmidt auf der rechten Seite, schickt da Pagano, der da geschubst wird. Und da gibt es keinen Freistoß, sondern Einwurf. Also ganz ehrlich, das direkt vor der Nase des Linienrichters. Das habe ich auch anders gesehen, aber gut. Aufregen rückt, nützt nichts. Weiterschauen, ein paar Minuten haben die Oerdinger ja noch Zeit. Also Einwurf ausgeführt, Ball ist auf der linken Seite für Rot-Weiß Essig. Machen da, kommen wir mit zwei, drei kleinen Pässen durch. Dann aber schöne Balleroberung durch Knetsch. Jetzt auf der rechten Seite durch sein. Ah, dann legt er sich den Ball einfach zu weit vor. Aber schafft es immer noch einen Einwurf rauszuholen. Farian hat er den Ball. Will aber selber nicht einwerfen, sondern gibt den da an Gerstmann weiter. Gerstmann hat jetzt den Ball da. Das sind 20 Meter vom Tor, wenn man die Strafraumgrenze da weiterzieht. Ball kommt hoch in den Strafraum, aber leider keiner einen Ball von den Oerdingern, um da irgendwie was draus zu machen. Ein hoher Ball in den Strafraum, das ist aber leider auch wieder nur Knetsch. Der verliert natürlich auch prompt gegen den großen Innenverteidiger von Rot-Weiß Essen. Das Kopfballduell. Und dann, links ist Behrens durch, da geht der Oerdinger zu Boden, wird leicht gedrückt, aber Schiedsrichter lässt weiterspielen.
war aber dann Drevina, der noch mit zurückgelaufen ist, vertritt dann da Gerstmann, dass es erstmal geklärt ist. Aber der Ball ist noch heiß, wird zurückgelegt. Essener startet wieder durch bis Rundlinie, legt ihn dann quer, aber dann landet der Ball letztlich im Aus und somit Abschluss für den KFC Uerdingen. Schwab gemacht, das hat es ganz, ganz eilig, fordert da sofort den Ball. Allerdings hat er dann Probleme, das Leder auf den Boden zu legen. Spielt den Ball dann flach nach links außen zu Achenbach. Der spielt den Ball hoch Richtung Schmidt. Der ist natürlich auch kein Hühner, verliert natürlich auch prompt das Kopfballduell. Essener kloppt den Ball weit nach vorne. Tankray ist aber da. Köpfchen zu Drevina. Der hat in der Mitte das Leder. Passt raus zu Achenbach. Achenbach wieder hoch Richtung Kubo. Kubo gewinnt diesmal das Kopfballduell. Den Ableger kann Farian aber leider nicht erreichen. Essener schlägt ihn nach vorne und Tankray ist wieder da. Kann das Kopfballduell gewinnen. Und dann letztlich mit Farian zusammen den Ball in den eigenen Reihen halten. Jetzt auf der rechten Seite hat Elgut den Ball. Schlägt ihn da hoch Richtung Pagano. Pagano kommt da mit dem Kopf dran. Allerdings ein Essener Ballbesitz, der den da holen kann. Dann, oh, schöne Grätsche von Rovina. Wieder Balleroberung für den KFC. Farian hat da den Ball, passt ihn raus zu Achenbach. Verlag auf die linke Seite zu Knetsch. Knetsch wartet da ab, wartet bis Achenbach da ist. Der überläuft ihn. Ist, bringt fast bis zur Rundlinie vor, bringt den Ball hoch hinein. Da wäre Kubo gewesen, aber letzter Moment ist da noch ein Essener, der da den Ball mit dem Fuß klären kann. Dann wird er Achenbach ein bisschen gehalten, will da den Freistoß. Den gibt es aber nicht. Jetzt gibt es noch mal ein paar unschöne Worte, vermute ich mal, zwischen Achenbach und dem Verteidiger. Schiedsrichter Markus Wollenberger ist aber sofort wieder da. Wollenweber ist sofort wieder da. Klärt das Ganze und es gibt Einwurf für Rot-Weiß Essen. Noch 8 Minuten regulär zu spielen. Einwurf wird ausgeführt. Versucht da der Verlängerung auf der rechten Seite. Das misslingt aber irgendwie Ballbesitz hoch zu Kubo. Kubo verlängert da das Leder, aber stand beim Kopfball leider im Abseits, sodass es Freistoß für Rot-Weiß-Essen gibt. Kai Schmidt spielt jetzt hier gerade Balljunge, holt den Ball, weil der Torwart von Rot-Weiß-Essen da noch sehr, sehr lange gebraucht hätte, bis er da gewesen wäre. Somit liegt der Ball jetzt schon wieder da am Tatort, sodass es Freistoß gibt. Der wird auch ausgeführt, geht hoch nach vorne. KFC gewinnt das Kopfballduell. Knetsch kann den Ball dann letztlich aber leider nicht mehr Kontrolle bringen, sodass Achenbach dann nochmal eingreifen muss. Aber der Ball springt jetzt da zwischen den Uerdingern und Essenern hin und her. Letztlich gibt es jetzt wieder Einwurf für Essen. Die brauchen dann natürlich dann auch wieder lange. Dann will der eine nicht Einwurf machen, dann will der andere auch nicht Einwurf machen. Dann spielen wir ihm zum dritten. Der hat damit aber scheinbar überhaupt nicht gerechnet. Lässt den Ball dann dadurch völlig überrascht, dass er zu ihm kommt, an sich vorbeirollt. Wir machen das jetzt auch ganz, ganz clever. Wir stehen da dann die Sekunden von der Uhr. Aber jetzt wird der Einwurf ausgeführt. Die Uerdinger holen sich den Ball. Und es gibt dann noch Einwurf. Man sucht da das Spiel schnell zu machen. Aber ein Essener stand da dann im Weg und hat geklärt. Jetzt wieder Einwurf, geht nach vorne. Und Essener ist da und haut ihn direkt ins Seiten aus. Also tief in der Uerdinger Hälfte. Achenbach mit dem Einwurf. Jetzt wirft den weit ein Richtung Elgut. Der haut ihn nach vorne. Ach, das war unmotiviert. Ganz ehrlich, der haut ihn einfach nach vorne. Und dann geht der Ball etwa früh in der Mittellinie ins Seiten aus. Leute, Leute, so wird das hier nichts mehr mit dem Tor. Also ich weiß nicht, ob diese hohen Bälle, also die Uerdinger machen das ja jetzt schon seit über 110 Minuten, immer hohe Bälle. Aber außer Kubo hat da keiner eine Chance, überhaupt in den Ball zu kommen. Und auch Kubo, der braucht da perfektes Timing, um da hochzuspringen, überhaupt diese Spieler, die da deutlich größer sind, als er überhaupt beim Kopfball zu schlagen. Na gut, jetzt erstmal Angriff wieder über die linke Seite. Kubo hat da den Ball, versucht da gegen zwei durchzukommen, holt aber immerhin einen Einwurf raus. Wir sind jetzt in der Hälfte von Rot-Weiß-Essen. Achenbach rennt da nach vorne, holt sich das Leder zum Einwurf, führt noch aus auf Knetsch. Der legt den Ball zurück zu Gewinner und dann, oh, ein schlampiger Pass. Und jetzt sind die Essener da im Konter, aber Techway ist da, kann klären. Das war ein schlampiger Pass von Rivina, ganz ehrlich. Da hatten drei Essener da reinlaufen können, so langsam wie der gespielt war. Jetzt Elgo bringt den Ball wieder nach vorne. Kubo kann den Ball zu Dropfall gewinnen, versucht da zu Pagano quer zu legen, das scheitert aber, weil Pagano da nach innen gezogen ist und Kubo für einen Flügellauf abgelegt hatte. Aber die Uerdinger wieder im Ballbesitz, verlieren den dann aber sofort wieder durch ein ungenaues Zuspiel. Allerdings die Essener stolpern dann den Ball ins Aus. Also wieder Einwurf für den KFC Uerdingen. Noch 5 Minuten regulär zu spielen. Elgut hat dann den Ball. Spielt ihn weit nach vorne. Wieder zu Kubo. Der Sprint hoch wird leicht gedrückt. Aber weiter gespielt. Abpraller landet bei den Uerdingen. Fahren hat er den Ball. Spielt ihn raus zu Pagano auf rechts. Der wird gefoult. Und es gibt Freistoß für den KFC.
wird schnell ausgeführt. Paganus auf der rechten Seite durch. Und dann legt er sich den Ball einen Tuck zu weit vor. Aber es gibt Eckball für den KFC. Paganus schnappt sich das Leder, rennt zur Ecke und wird sie dann danach ausführen. Komm, was die Essener können, ne, das können wir schon lange, Leute. Pagano dirigiert seine Leute, die KFC-Fans klatschen alle, die meisten sind aufgestanden. Pagano tritt an, bringt die Ecke hoch in den Strafraum und ein Meter am Tor vorbei, da ist Elgo tatsächlich rangekommen, aber der Ball geht ein Meter am linken Pfosten vorbei. Mann, das hätte es gut sein können. Das hätte es sehr, sehr gut sein können. So gibt's Abstoß für Rot-Weiß Essen. Und die Sekunden rinnen weiter dahin. Ah. Herr Heller guckt jetzt nochmal, rennt jetzt an, bringt den Ball hoch nach vorne. Der Wiener da im Kopfballduell, dass er verliert. Allerdings den Abpraller kriegt Tech Radiant zu Schwabke zurückspielt. Schwabke schlägt ihn auf Richtung rechten Flügel zu Pagano. Pagano hat er Schwierigkeiten, den Ball technisch zu verarbeiten, weil er echt nicht gut kommt. Auf blöder Höhe springt dumm an. Ab Essen kommt dadurch wieder im Ballbesitz. Aber bevor da irgendwas Schlimmeres passieren kann, ist er gut da und klatscht den Ball erstmal kompromisslos ins Aus. Weil er in der Unterzahl, so war das sinnvoll, da erstmal auf Nummer sicher zu gehen, damit die Abwehr sich wieder ordnen kann. Essen hat jetzt wieder auf der rechten Seite den Ball, verliert ihn aber dann. Der Befreiungsschlag landet aber wieder sofort bei einem Roten. Die allerdings auch ziemlich uninspiriert schlagen den Ball wieder in die Hälfte des KFC zu einem Spieler vom KFC Uerdingen. Und dann jetzt ins Seiten aus. Also die Essener sind nur noch darauf bedacht, hier die Zeit von der Uhr zu nehmen. So wirklich versuchen, hier einen Angriff zu initiieren, schaffen sie nicht. Gerstmann jetzt mit dem Einwurf zu Schwabke. Schwabke passt da das Leder raus zu Achenbach. Der geht ein paar Meter, passt dann zu Knetsch. Knetsch wird da vom Gegner umgerissen. Es gibt Freistoß für den KFC Uerdingen. Es sind keine 3 Minuten mehr regulär zu spielen. Jetzt Elgut das Spiel nochmal schnell. Techway das Spiel nochmal schnell. Passt den Ball zu Achenbach. Sehe sich den Ball zum Freistoß zurechtlegt, im Prinzip auf der Mittellinie. Bringt ihn hoch herein Richtung Strafraum. Das Kubuschlag Kraffer hoch, verliert er aber den Abpraller, kriegt aber die Uerdinger. Bleibt in unseren Reihen. Rechts raus auf Pagano. Der verliert aber das Laufduell. Der Essener sichert einfach nur noch ab. Und somit Einwurf für Rot-Weiß Essen. Ziemlich nah an ihrer eigenen Eckfahne, hier an unserer Tribüne, an unserer Haupttribüne. Kopfball landet aber bei uns Uerdingern. Allerdings können sie da nicht viel raus machen. Essen sofort wieder im Ballbesitz. Und jetzt 1 gegen 1. Jetzt ist der Elgut um 1 gegen 1. Und nein, er wird ausgespielt. Jetzt rennt der Essener allein auf Schwabke zu. Guckt, überläuft ihn. Und dann ist er das 3-1. Schwabke geht da viel zu früh zu Boden. Der Essener kann dann einfach noch ein, zwei Schritte gehen. Dann ist da noch Elgut, der versucht hinter dem Torwart da irgendwie nochmal mit einer Grätsche dran zu kommen. Schafft es aber nicht mehr. Und somit steht es dann in der 118. Minute 1-0. Der Eingewechselte, ich hatte noch gesagt, der gefälschte Torschütze bei den Essenern, Marvin Schukuda, trifft hier zum 3-1. Tja, das war es dann für den KFC. Ja, die Zuschauermassen strömen jetzt hier von den Sitzplatztribünen direkt schon Richtung Ausgang. Finde ich jetzt auch irgendwie ein bisschen deplatziert. Ich finde, der KFC hat sich jetzt sehr, sehr gut geschlagen. Hat er jetzt hin aufgemacht, waren dann nur noch 3 Minuten. Was sollen sie machen? Tja, es hat nicht sollen sein. Der KFC hat einen riesen Fight hier geliefert. Sind nach dem Rückstand mit dem 1-1 wieder ins Spiel zurückgekommen. Haben Rot-Weiß Essen hier alles abverlangt. Hatten hier wirklich noch 1-2 richtig gute Torchancen. Hätten vielleicht sogar einen Elfmeter kriegen können. Da kann man drüber streiten. Dann in der Verlängerung war es wieder ein Eckball, wieder hat die Zuordnung nicht gestimmt. Und stand es 2-1. Jetzt hat der KFC dann halt Richtung Ende aufgemacht. Und dann stand es jetzt nach dem Solo-Lauf, wo er frei aufs Tor zuläuft. Und ich wollte schon sagen, ich sehe es hier nicht richtig. Es steht 4-1 für Rot-Weiß Essen. Das ist keiner mehr hin, da fehlt hier jetzt die totale Motivation hinten bei den Uerdingern. 119 Minute, 4-1 für Rot-Weiß Essen. Da sind hier, Behrens ist es auf der rechten Seite, hat da keine Mühe durchzulaufen. Rennt dann in den Strafraum, kann da auf 2 Essener komplett querlegen.
Und dann haben sie natürlich aus 5 Metern komplett blank, keine Probleme, da das 4:1 zu schießen. Jetzt gerade gibt es ja noch ein bisschen Stress zwischen ein paar Oedingern und Essenern da auf dem Feld. Schlag rennt da auch nochmal hin. Ja! Das ist natürlich jetzt ziemlich bitter. Also 4:1 ist ein restlos lächerliches Ergebnis nach dem Spielverlauf. Völlig unverdient in der Höhe, dass Essen gewinnt. Also meiner Meinung nach wäre hier ein Elfmeterschießen das einzig Verdiente gewesen, weil die Mannschaften waren wirklich gleich auf. Naja, damit bleibt es dabei. Im Niederrhein-Pokal kann der KFC einfach nicht gegen Rot-Weiß Essen gewinnen. Schade, schade. Und es wurde nochmal angepfiffen, aber direkt 2 Pässe nach dem Abpfiff. Ist denn dann Schluss? Schiedsrichter Markus Wollenweber pfeift die Partie ab. Er sagt, einige Fans des KFC sind schon verschwunden, aber der Franz-Raschi-Block, unser Block K, ist noch geschlossen da. Auf dem Sitzplatz-Tribünen sind auch noch relativ viele Fans, die hier applaudieren, auch gerade nochmal KFC skandieren. Das haben die Spieler sich definitiv mehr als verdient. Also wie gesagt, wie sie sich hier geschlagen haben gegen einen guten Durchschnittsverein aktuell in der Regionalliga West. Also das war alle Ehren wert, keine Frage. Sie brauchen sich hier nicht beschämen. Klar ist das Ergebnis im Endeffekt dann 4:1 sehr, sehr hoch ausgefallen. Aber mit gesenktem Kopf müssen sie keinesfalls nach Hause gehen. Also wenn sie so gegen die anderen Vereine weiterhin spielen, dann mache ich mir hier keine Sorgen. Und Achenbach ist jetzt hier gerade noch ein bisschen wütend, hat hier gerade noch ein bisschen Diskussionsbedarf. Ich weiß jetzt gerade nicht mit wem. Ja. Naja, es hat nicht sollen sein. Somit müssen wir dann leider hier konstatieren, dass der KFC, wie auch schon letzte Saison, früh ausscheidet, noch in der Hundenrunde. Letzte Saison war es ja in der dritten Runde gegen die Spielvereinigung Velbert hier in der Grotenburg. Diesmal hat es uns dann wieder erwischt. Diesmal dann in der zweiten Runde gegen Rot-Weiß Essen. Aber wie gesagt, das ist ja schon eins der Top-Spiele, die man hier bei uns im Niederrhein-Pokal überhaupt haben kann. Wie gesagt, Rot-Weiß Essen, Oberhausen definitiv starke Feinde. Da haben wir noch Velbert und Wattenscheid aus der Regionalliga West, die hier noch mitspielen. Und ansonsten kommt ja schon fast der KFC oder auch Wuppertal. Also auf jeden Fall schon eine der Top-Begegnungen, die hier in der zweiten Runde vorweggenommen worden sind. Ja, jetzt gerade die Essener Fans feiern zusammen mit ihrer Mannschaft. Die Oerdinger stehen da nochmal im Kreis. Besprechen vielleicht schon mal das ein oder andere. Ich hoffe auch, dass Boris da nochmal ordentlich sagt, dass sie sich sehr gut verkauft haben, dass sie da gar nicht traurig sein müssen. Es natürlich unglücklich ist, 4:1 dann auch noch zu verlieren, aber naja, so ist es. Im Endeffekt ist das eine Tor mehr oder weniger dann auch egal. Ja, das soll es dann von hier, von diesem Pokaltag gewesen sein. Bleibt für mich noch übrig, auf die nächsten Spiele des KFC Oerding, beziehungsweise auf das nächste Spiel zu verweisen. Das ist nämlich am kommenden Sonntag in Düsseldorf um 15 Uhr bei Turu Düsseldorf. Das nächste Heimspiel ist dann in der Grotenburg am 25. Oktober, ebenfalls um 15 Uhr, gegen Germania Ratingen 04, also Germania 0419 Ratingen. Ansonsten bleibt mir nur übrig, mich bei den diesmal vielen Zuhörern zu bedanken. Ich freue mich, dass wir diesmal bei diesem Pokalfight so viele Zuhörer hatten. Ich möchte mich herzlich bedanken. Hoffe, ich konnte euch und ihnen das Spiel schön nach Hause bringen. Hoffe, sie hatten einen angenehmen Nachmittag, Abend. Das Ergebnis war natürlich leider nicht so, wie wir uns das allen hier erwünscht haben. Wie gesagt, ich möchte mich herzlich bedanken. Würde mich freuen, wenn ihr bzw. sie dann auch in den kommenden Spielen wieder das Webradio anmacht, uns wieder zuhört. Ihr könnt es auch gerne über die Facebook-Seite oder in der KFC-Facebook-Gruppe ist, glaube ich, mittlerweile auch klar, wer hier unter anderem für das Webradio verantwortlich ist. Gerne Kommentare schreiben. Alles wunderbar. Ansonsten, wie gesagt, bleibt mir nichts mehr übrig, als Ihnen einen Restsonntag, einen schönen Restsonntag zu wünschen. Ich bedanke mich für alle Zuhörer und bis zum nächsten Mal. Wir versuchen, wie gesagt, dann auch wieder im Auswärtsspiel für Sie mit Webradio da zu sein. Ansonsten, allerspätestens in 2 Wochen in der Grotenburg, ist dann das Webradio zu 100% wieder da. Wie gesagt, bei den unteren Ligen muss man auf den Plätzen immer schauen, wie das mit der Webübertragung so funktioniert. Ansonsten möchte ich mich, Thorsten Schütz, bei all meinen Hörern, Hörerinnen und Hörern bedanken. Wünsche noch einen schönen Sonntag und bis demnächst. Bleiben Sie unserem Verein wohlgesonnen. Das war's jetzt für heute hier. Pokal, Niederrhein-Pokal, Rot-Weiß Essen, KFC Oerding. Endstand 4:1 für Rot-Weiß Essen aus der Grotenburg. Einen schönen Tag noch.